Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen auf Germansch bei dem Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Turnier Season 2. Ich bin's, euer Silux, heute hier als Host unterwegs. Ja, was kann ich noch sagen, als meine Kommentatoren anzukündigen? Zu einem, der Mr. Bändiger. Hallo, ich bin Mr. Bändiger. Jawohl, grüß dich. Und den PlayZify25. Servus, Leute. Ah, wie fühlt ihr euch? Seid ihr bereit aufs Race? Ich auf jeden Fall, ich hab Bock. Weil das jetzt tatsächlich auch das erste Spiel ist direkt. Und das ist eins der, also für mich aus unserer Sicht, wir spielen ja alle auch selber, eins der spannendsten Spiele, weil wir direkt eine deutsche Beteiligung haben und den Weltranglisten zweiten. Und das ist so, also für mich ist eines der aufregendsten Spiele. Ja, ist halt immer auch noch so, wenn man die Runner persönlich kennt, was ja eben, wenn man aus Deutschland kommt, ziemlich obvious ist, dass man sich untereinander etwas kennt. Gerade dann fiebert man auch noch ein bisschen mehr mit. Aber natürlich gegen den Weltranglisten Zweiten ist natürlich kein Zuckerschlecken. Also da bin ich mal sehr gespannt. Nee, ich dachte gerade, Tommy hat ein Netzwerkproblem. Ich habe gedacht, er hat ein Disconnect bekommen. Ich habe gerade schon die Runner offen, parallel. Ja, meine da Frage... bin ich dabei. Ich stelle die ganze Zeit um, weil eben in der Probe waren sie beide gleich laut und jetzt sind sie wieder total unterschiedlich. Jetzt bin ich halt gehypt. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt geht es nicht mehr um eine Tomatensuppe, sondern um das Race. Aber ich bin immer dabei, wenn ich sehe, dass einer mehr ausschlägt, das zu korrigieren. Ist halt auch unser eigener, also erster eigener Restream und eigene große Sache in dem Sinne. Von daher, bitte seid da ein bisschen nachsichtig. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal fürs Erste, denn die beiden übernehmen jetzt die Führung für das Turnier, für das Race. Und ich wünsche euch beiden viel Spaß und wir sehen uns dann wahrscheinlich nach dem Race dann wieder. Ja, danke. Danke, Mr. Silux. Danke, Mr. Silux. Ja, nee, sowas machen wir jetzt die Zeit. Um 19 Uhr soll es eigentlich losgehen. Jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit. Ja, ich würde sagen, wir stellen kurz mal ein bisschen das Turnier vor, erklären hier so die Rahmenbedingungen und gerade für neue Zuschauer vielleicht interessant. Ganz kurz noch eine Sache vor, was ich wichtig finde. Danke an Germansch für den Restream, dass das alles so funktioniert hat. Natürlich. Und dass wir das so machen können, also das ganze Team, vor allem, dass es so schnell und relativ spontan geklappt hat. Vor allem, dass wir jetzt das ganze Turnier auch restreamen dürften. Und wir schauen ja, aber wirklich Dankeschön. Für uns ist es so, weil wir beide selber auch viel spielen. Ich spiele ja selber auch am Samstag mit. Es ist einfach so, weiß nicht, es ist halt so unser Spiel einfach, was wir, wo man so mit Herzblut so ein bisschen mit drin hängt. Und dann ist es halt schön, wenn man da so. Weiß nicht, es ist einfach toll und deswegen Dankeschön, dass es wirklich so funktioniert hat. Und ja, auch von meiner Seite auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn man seine Leidenschaft in dem Sinne für ein Spiel teilen kann und auch hier eine Plattform dafür bekommt. Das ist natürlich immer sehr nett. Ja. So, willst du eine kleine Einführung machen? Um was geht's hier oder soll ich? Kannst du machen. Okay, vielleicht erstmal grundsätzlich. Wir sind hier in einem Turnier. Den Turnierbaum, den ihr seht, ist mit 16 Spielern aktuell. Grundsätzlich gilt bei dem Turnier, dass man immer noch eine zweite Chance hat. Wenn man einmal verliert, kommt man in die sogenannten Loser Brackets. Die haben wir jetzt hier nicht angezeigt, die werden aber später dann noch relevant. Das heißt, jeder hat sozusagen einen Free Lose und kann trotzdem noch am Ende im Finale stehen. Sei ja gesagt, dass hier relativ bekannte Leute aus der Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Community dabei sind. Der Weltrekordhalter sehen wir auch an erster Stelle in der Tabelle. Der gute Exarion, aber halt noch viele andere Bekannte. Es sei noch gesagt, die Paarungen kommen so zustande, es gab eine Vorrunde, da musste jeder Zeiten einreichen. Und die besten 16 sind dann in dieses Turnier gekommen. Und es wird dann so hingehend verfahren mit den Paarungen, dass der Erste gegen den 16., der Zweite gegen den 15. und so weiter. Das heißt, wir haben teilweise sehr ausgeglichene Races, wie hier mit unserem guten Bändiger, der auch relativ nahe mit der Zeit seines Kontrahenten war beim Einreichen.
und jetzt hier beim Tommy, die etwas weiter auseinander lagen. So als kleiner Input für euch. Es wird grundsätzlich hier auf der 15-Card-Mod gespielt, für alle Leute, die das Spiel schon kennen von früher. Wir spielen nicht Vanilla, hier werden 15 Karten statt einer Karte gedroppt, wie im Original. Das wäre hier noch zu bemerken, warum man sich wundert, warum die Leute immer so viele Karten bekommen. Das ist einfach auch beliebter in der Community, einfach wegen Zeitgründen auch, weil sonst ist eine Menge Gefarme vorhanden, was hier nicht auch eine große Rolle spielt, aber im Vanilla natürlich noch mehr. So, ich würde sagen, das ist ziemlich gut zusammengefallen. So, weil wir immer noch Zeit. 2 Minuten haben wir auch gar nicht. 2 Minuten geht's los. Okay. Ich freue mich, weil Tommy dabei ist. Also, It's Tommy 1995 ist er dabei. Das sieht man ja auch gleich, weil mit dem haben wir selber schon ein paar Races gemacht. Mit dem ist unser. Ein sehr, teilweise sehr konsistent, muss man auch sagen, in den Runs. Ja, sehr stabil. Deswegen hat er auf jeden Fall eine Chance, auch wenn er gleich hier gegen einen Favoriten spielen muss. Aber trotzdem. Nee, ja, man hatte ganz kurz mal, man hatte 30 Tage Zeit, einfach im Vorfeld eine Zeit aufzustellen. Ah ja, genau. 30 Tage ging das. Und die 16 Stück, die man jetzt hier im Stream sieht, das waren diejenigen, die halt die beste Zeit aufgestellt haben innerhalb dieser 30 Tage. Erwähnenswert wäre vielleicht hier noch, dass der gute Exarion, der Weltrekordhalter ist, den neuen Weltrekord auch im Laufe dieses Turnier-Qualifikationsgrinds verbessert hat. Auf 1:10, meine ich. Und was ich erwähnenswert finde, ist, wir hatten nur die Szene gewechselt, ich war gerade schon verwirrt, dass der Dr. Wurstpeter hat das Ganze, glaube ich, um 2 Tage verpasst und hat dafür aber als für ihn eine Entschädigung, er hat jetzt eine neue PB gemacht, also er hat es leider nicht geschafft, innerhalb der 30 Tagen eine Zeit aufzustellen, aber dafür dann 2 Tage später hat er eine PB von 1 Stunde 27 gemacht, meine ich. Aktuell der schnellste deutsche Speedrunner, genau. Ist der schnellste deutschsprachige auf jeden Fall. Ja. Deutschsprachige, genau, ja. Ist aber leider nicht im Turnier vertreten, weil leider etwas aus dem Qualifikationszeitrahmen. Ja. Das ist halt auch so ein bisschen, man kann zwar viel beeinflussen, das sind schon die Besten. Danke, Crankis, für danke, viel Crankis. Spaß und willkommen. 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 Also es hatte jeder die Chance, wirklich dabei zu sein. Und so ein Run, vielleicht für die Leute, die es auch nicht wissen, so ein Run geht zwischen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir einen Weltrekord sehen, aber ich schätze so, im Schnitt sollte der zwischen 1,5 und 2,5 Stunden gehen. Es kommt ganz drauf an, wie das Jobglück ist. Wenn es schnell geht, 1,5 Stunden, traue ich tatsächlich einen Arios zu. Das ist, schafft leider. Aber Tommy ist da auch. Er hat die Chance, also 2 Stunden schafft er auch gut in dem Race. Haben wir ja schon mal mit dem Nestle Probe-Race. 2 Stunden schafft er da auch gut. Und wenn es gut läuft, ist es auf jeden Fall möglich. Tommy holt das, ich hoffe auch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also das Game für Leute, die jetzt das noch nicht wissen, ist auch sehr RNG-based. Also wir hoffen hier immer auf gute Drops. Es gibt ein paar wichtige Karten in dem Game. Speziell Verstärkungskarten sind hier wichtig und einige Monster, vor allem Drachen- und Donnermonster. Ich sehe auch gerade schon mal in den Streams, dass die Kontrahenten ihre Counter im Overlay haben. Ob sie diese pflegen werden während des Races, ist natürlich ihnen überlassen. Es kann immer auch ein bisschen den Gegner verwirren, wenn man da vielleicht irgendwelche Zahlen reinmacht oder gar nicht trackt, weil es gibt natürlich. Es geht los. Geht schon los. Hast du gerade gesagt. Das war. Ja, nee, es geht gleich los. Wir haben die 19 Uhr erreicht. Jetzt sehen wir auch die beiden. Ist Tommy, das ist unsere. Deutsche Vertretung. Und links ist der Weltranglistenzweite, der aktuelle, der offizielle. Inoffiziell der dritte, aber derjenige, der die zweite Zeit aufgestellt hat, der will erst einreichen, wenn er einen Weltrekord hat. Also habe ich ihn zumindest verstanden. Habe mit ihm geschrieben. Aber trotzdem zweiter offiziell, dritter inoffiziell. Natürlich eine Hausnummer jetzt für Tommy, aber da sind wir jetzt gespannt, wie er plant, hier vorzugehen. Und wollen wir performen? Ey, ja, das ist auf. Wir haben. In der letzten Woche haben wir dieses Pro-Race gemacht gegeneinander, weil wir halt eben das. Wir wollten üben unbedingt, damit. Oh, ich habe immer Angst, dass Tommy ein DC bekommt und Disconnect. Nein, wir haben
über verschiedene Strategien gesprochen. Und es ist halt so, man hat normal in einem Speedrun natürlich seine feste Route. Die schnellste Route, auch wenn hier Glück mit reinspielt, kann man das natürlich mehr oder weniger beeinflussen, indem wie man Gegner besiegt und in welcher Reihenfolge. Und mir interessiert es einfach, für was er sich entschieden hat. Na, es gibt mehrere Varianten, die man gehen kann. Auch grundsätzlich im Speedrun kann man direkt am Anfang eine Wahl treffen, ob man vorher einen kurzen Farm macht oder gleich sozusagen die Story fortschreitet. Das wäre so die erste Entscheidung, auf die wir vielleicht ein Auge werfen sollten jetzt nach Start des Runs. Weil da kann man sich so oder so entscheiden. Man kann natürlich auch länger vorher farmen und damit vielleicht im Ende später schneller sein. Aber mal gucken, was sie sich da für Strategien zurechtgelegt haben. Ja, dazu würde ich aber auch mehr sagen, wenn es nur so weit ist, jetzt alles im Vorfeld. Ja, genau. Das überfordert auch vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Letztendlich ist halt ein Speedrun, man skippt recht viel, aber im Vergleich zu anderen Speedruns macht man, also es ist so, man nimmt nicht allzu viel weg, wie bei jetzt Mario 64, es gibt ja auch verschiedene Kategorien, aber hier mal, man macht schon mit das meiste, aber man lässt halt doch relativ viel aus. Ein Viertel lässt man aus. Oder nicht mal. Aber man lässt schon gut was weg, was entscheidend ist. Ja, es spart halt auch viel Zeit einfach. Und Textboxen sind auch ein kleiner Gegner in diesem Spiel. Die mag man natürlich auch nicht, die will man so schnell wie möglich wegdrücken. Ja. Und jetzt haben wir noch immer Zeit. Wahrscheinlich ist der offizielle Restream vom Turnier, der braucht noch ein bisschen vielleicht. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Man sieht hier die Splits der beiden. Ein bisschen ja, mehr bei Arius, ein bisschen weniger. Ja, der hat ein bisschen, je besser man wird, desto weniger macht man. Und was noch recht interessant ist, was ich auch interessant finde, dass sie es anzeigen lassen. Ich glaube aber, die werden nicht splitten. Ich vermute glaubst nicht, dass so. Ich weil vermute, man nicht, ja. Viel Informationen an den Gegner weiter, wo man gerade steht. Deswegen, ich glaube, das wäre eher hinderlich, weil wenn du dann sozusagen kurz vor Abschluss bist, und du siehst, der Gegner, der braucht noch eine Weile, dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen farmen zur Sicherheit. Und wenn der Gegner diese Informationen nicht hat, dann ist es natürlich auch wichtig. So. Ja, und vor allem, was man halt noch sieht, ist der Kartencounter. Man kann hier, ich denke, die Leute, die das Spiel spielen, wissen, warum diese Karten angezeigt werden. Aber für die anderen einfach, die nicht kennen, es gibt einen Kartencounter und anhand von dem kann man schon... Oh, es geht los. Aber anhand von dem kann man eben erkennen, wie weit ist der Gegner. Hier sieht man einen klassischen Namen, der A. Der A ist sehr wichtig, weil bei einem 1,5-Stunden-Run, da kommt es sehr auf darauf an, dass man ja A heißt und nicht AA. Man und kann Tommy hat schon, machen, aber machen die Tommy hat schon mal nicht Split gedrückt. Entweder ist er nervös oder will nichts verraten. Das weiß ich nicht. Ah, ich glaube eher, dass er nichts verraten will, weil normalerweise ist es ja ein bisschen so in der Muscle Memory drin, dass man immer splittet. Ja. Also, ist aber tatsächlich relevant für das Race auf die Zeit. Ja, also meine ich, bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist ihm aufgefallen. Schüttelt der kurz den Kopf. Ja, hier sieht man es schon. Man redet hier am Anfang mit Simon. Das ist unser Freund. Der blaue Mensch hier. Das ist unser Freund, der mit der ersten Option kann man praktisch verlässt man ihn und man kann sich sein Deck anschauen. Jetzt schauen sie sich beide ihr Deck an. Jetzt ist es auch interessant, resetten sie oder machen sie Duel Master K. Hä? Hä? Was? Okay, jetzt. Jetzt wird's wild. Mich. Das wundert mich jetzt richtig. Okay, ganz kurz zum Erklären. Ja. Das, was wir gesagt haben, man skippt Duelle. Darauf verzichtet gerade Arius mehr oder weniger. Bei Tommy sieht man, dass er Duel Master Karma. Also ist okay, jetzt muss man kurz aufhören. Ich bin jetzt richtig verwirrt, weil das ist ja, das so noch nie gesehen. Das wundert mich jetzt richtig. Arius ist hier in die Duel Grounds gegangen, in die geht man nun mal gar nicht, weil das triggert eine Story-Sequenz, die etwas länger geht und das spart man sich im Speedrun normal. Aber er ist jetzt anscheinend dahin und hat mit Villager 3, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Kampf gestartet. Ja. Er droppt, glaube ich, relativ häufig Donner. Vielleicht die höchste Thunder Drop Chance. Ja, okay. Und ganz kurz, was haben die jetzt am Anfang gemacht? Das heißt, die sind, ich erkläre es kurz. Sie haben die Story ganz kurz übersprungen, haben sich ihr Deck angeschaut und man will möglichst viele Drachen und Donner drin haben. Da gibt es noch ein paar andere Karten, auf die man natürlich schaut. Aber hauptsächlich will man Donner und Drachen und eine Equip. Bei Tommy sieht man jetzt, er hat eine Equip, er hat es eingetragen. Und
Hätten jetzt beide schlechte Karten gehabt, dann hätten sie resettet, nochmal von vorne angefangen. Muss man natürlich im Race immer so ein bisschen abwiegen. Lohnt es sich jetzt zu resetten oder halt nicht? Weil es kostet natürlich immer Zeit. Jetzt haben sich beide dafür entschieden, weiterzumachen. Und Tommy hat sich jetzt dafür entschieden, was die normale Strategie ist, was auch Exarion, der aktuell Weltranglisten Erste gemacht hat, ein Duel Master K-Duell. Der besitzt die gleichen Karten wie man selbst und droppt relativ viele Donnermonster und kann auch Drachen droppen, die man braucht, um schnell durchzukommen. Das ist so das Standardmäßige, von dem ich jetzt auch ausgegangen bin, dass es Ares machen wird. Also ich habe mich auch sehr verwundert. Ja, mir hat es sehr verwundert. Habe ich so noch nicht gesehen. So, nein, ich war direkt geschockt. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht Weltranglisten Zweiter, aber also, er wird sich was dabei denken. Er hat die größte Drop Chance auf Donner. Und vielleicht ist ihm das einfach wert, die Cutscene, die wir jetzt sehen. Die sieht man normal im Speedrun gar nicht. Also die wird komplett geskippt, weil man geht direkt wieder zu Simon, nachdem man den Deck angeschaut hat und führt sozusagen die Story fort. Also das alles seht ihr in einem normalen Speedrun-Attempt nicht. Vor allem, ich würde sogar sagen, selbst die Verwirrung ist verwirrt. Also im ersten Moment war ich habe erst gedacht, er hat gemisst geklickt, aber anscheinend war das seine Strategie. Man sieht gerade bei Tommy, er verliert gegen Duel Master K und das ist... Das ist natürlich sehr unlucky. Das verliert nur Zeit und gewinnt ihm praktisch, also was heißt praktisch, gewinnt ihm gar nichts. Er kriegt keine neuen Karten dazu und verliert halt nur die, ich weiß nicht, 3 Minuten 20. Ja, es ist die Frage, resettet er oder geht er nochmal rein? Ganz kurz, Duel Master K erklärt so ein bisschen, oder die meiste KI in diesem Spiel, die... er hat schon einen Donner und einen Drache bekommen. Okay, Ares hat schon Donner und Drachen bekommen. Okay. Ganz kurz nochmal, die KI erklärt zum größten Teil, vor allem Duel Master K. Kann man eine Karte oder kann man das Feld von der KI nicht leeren, wird sie fusionieren oder eine Zauberkarte aktivieren. Also Duel Master K wird vor allem fusionieren. Das heißt, schafft es Tommy nicht in der ersten Runde zu fusionieren und ein stärkeres Monster aufs Feld zu bringen, fusioniert Duel Master K, das ist jetzt gerade passiert. Und das Schwierige dabei bei Duel Master K ist, dass er eben genau die gleichen Karten verwendet wie man selbst. Und die KI, hat im Hintergrund läuft da praktisch ja ein Programm. Die KI hat nicht nur 5 Karten auf der Hand, die hat deutlich mehr Karten auf der Hand. Und deswegen kann sie stärkere Monster spielen. Und jetzt kann er wieder nichts fusionieren, das geht ja nur mit 1000 rein. Ist auch, sehen wir gleich, ob das jetzt reicht. Der Duel Master K ist immer so eine Sache zum Abbiegen. Aber jetzt sieht es gut aus. Er hat ihn. Wenn er jetzt, ja, ich denke nicht, dass er über 1400 kann. Das ist ganz bitter. Tommy, ich glaube, ein Disconnect. Ich hoffe nicht, dass ein Disconnect hat. Ja, das hoffe ich auch nicht. Aber wir müssen mal gucken, vielleicht ist er auch gleich wieder da. Ich hoffe, er ist gleich wieder da. Ne. Nein. Das sieht schlecht aus. Hoffentlich ist er gleich wieder online. Wir hoffen es. Er ist wieder da. Ich habe ihn wieder gesehen. Er ist offline. Oh mein Gott. Ne, er ist da. Er ist weg. Ja. Oh. Internetprobleme leider. Damit hat er schon die letzten Tage öfter zu kämpfen gehabt. Ja. Ares derweil bei Rex, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja. Nee, Quatsch. Nee, er farmt. Er hat da noch nicht bei Heischen. Nee. Schlecht. Wir sehen hier auch gerade, er pflegt seinen Counter. Also er hat einen Drachen und einen Donner aktuell. Kein Equip. Vielleicht auch so zur Info noch, man kriegt am Anfang immer eine Equip-Karte im Random Start-Deck und eine Feldzauberkarte. Man will Umi und Equips für den Twin-Headed Thunderdrang, den man hier auch prominent auf unserem Overlay sieht, mit dem lilanen Horn. Das ist so das Ace-Monster in dem Run. Und eben für den will man die Equips auch haben, weil die sind hier die, weil man sonst nicht über gewisse Monster kommt, die Gegner im Late-Game haben. Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist nicht relevant für das Race, ob es offline oder online ist, weil die Community ist wirklich sehr nett. Ja, die sind da, glaube ich, schon tolerant, aber es wäre halt schön, dass man da ein schönes Versus sehen kann. Ich hoffe, er kommt wieder on und sie lassen es dann einfach zählen. Es ist tatsächlich ein Problem von Tommy, das er schon öfter hatte.
Aber tatsächlich nur unter der Woche am Wochenende. Der muss schon. Ach ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass er wiederkommt. Ja. Währenddessen laufen die Duelle eigentlich bei Ares ganz gut. Er fusioniert hier fleißig. Und er farmt, glaube ich, immer noch Villager 3, oder? Stimmt. Amanda Strike meinte gerade eben schon im Chat, dass er zeichnet es auf. Das heißt, im Notfall könnte man es nachreichen. Okay, dann ja. Haben wir die Info auch. Es ist, ob das die Info jetzt stimmt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ja. Ist aber jetzt auf jeden Fall ärgerlich. Ja, auf jeden Fall. Konzentrieren wir uns einfach auf den... auf den guten Ares. Ja, bleibt uns ja nichts übrig. Ja, zwei Donner und ein Drachen. Es ist eigentlich nicht. Einen Donner gedroppt bekommen. So also normal würde man hier resetten. Aber da das eben ein Race ist, macht man halt. Yeah. Man macht weiter. Also. Wahrscheinlich hat er sich deswegen für den Farm, das kann man jetzt nur spekulieren, aber vielleicht hat er sich gedacht, wenn das Startdeck nicht gut genug ist, resette ich nicht, sondern ich gehe zu Villager 3 und farm. Also ganz ehrlich, das muss man auch schon können. es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Aber das zu machen und ja, das dann so flüssig durchzuziehen. Also das verliert doch relativ viel Zeit, aber jetzt kann er halt Villager 3 farmen. Und der droppt halt gern Funders. Die sind im Late Game tatsächlich mehr das Problem als Drachenmonster. Ja. Weil Drachenmonster kriegt man mit bis Late Game praktisch hinterhergeworfen in der Regel. Wogegen Funder eher rar sind. Jetzt geht er auch in die Campaign wieder. Also ich gehe davon aus, dass Tommy bald wieder da sein wird. Aber... Wir hoffen. Ja, wir hoffen nicht. Ich gehe da sehr stark davon aus. Jetzt, er ist immer noch... Also normal diesen ganzen Teil, den man gerade bei Arios sieht, der wird normal geskippt. Ja, das macht man normal. Man sieht Zeto in diesem Zusammenhang in den Dual Grounds gar nicht. Also Nein. Dazu muss man eben die Cutscene, die er vorher gesehen hat, sich angucken. Und er hat einen Dragon-Zombie bekommen. Hat er einen Drachen? Er hat einen T2-Drachen bekommen. Ja, wir können so lang... Wenn es jetzt nur einen Runner gibt zum Kommentieren, nochmal ein bisschen so kurz das Spiel ein bisschen mehr erklären. Letztendlich hast du ja vorhin schon gesagt, man will einen Twin Thunder Dragon machen, das hast du ja schon erwähnt. Mhm. Und ab 1600 Punkten, also Angriffspunkten, kann man ihn direkt mit einem Donner fusionieren. Das heißt, der Dragon Zombie ist hier ein sogenannter T2-Drache. Und mit diesem kann man direkt den Twin Thunder Dragon fusionieren, währenddessen man mit einem Drachen unter 1600 Angriffspunkte zwei Fusionen hätte, damit man zuerst einen Drachen mit 1600 schaffen könnte. Genau. Bei der Drachenzombie ist nochmal eine extra Unterart, aber da sehen wir vielleicht später nochmal, wenn man sich manchmal denkt, warum fusioniert er das und das nicht, das ist, weil der Haupttyp vom Zombie-Drachen ist natürlich Zombie. Und deswegen gehen manche Fusionen, wie man sie mit anderen Drachen machen könnte, nicht. Aber da... Oh, Tommy ist auch wieder da. Tommy ist wieder da? Oh, ja. Tommy ist wieder da. Hammer. Das ist schön. Oh, das freut mich wirklich, weil ich freue mich schon ganz lange auf dieses Spiel, weil das wirklich sehr spannend ist. Jetzt können wir schauen, wo ist Tommy gerade? Farmt Tommy noch? Ich glaube, er farmt. Also, ich würde jetzt... Nee, das ist kein Monster, was Rex hat, glaube ich. Ich meine, er farmt. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe gerade nochmal rübergeschaut. Ob er wirklich jetzt online ist, also... Naja, ist auf jeden Fall. Aber sieht stark nach Farm aus, ja. Er hat auch Heilschild noch nicht gesplittet, ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist. Ja, nee, dann farmt er auf jeden Fall noch. Ich versuche nur alles im Blick zu behalten. Oh, er farmt noch. Hallo, Dr. Wurstpeter, guten Tag. Wie geht es Ihnen, Herr Wurstpeter? Guten Tag. Ja, wir hoffen, wir können gut unterhalten. Wir geben unser Bestes. Und auch nochmal ein GZ für die neue PB. Wir haben es vorhin schon kurz thematisiert. Das ist leider nicht ganz für das Turnier gereicht hat. Aber die PB sehr, sehr stark war. Und nochmal Glückstrumpf. Glückwunsch. Wirklich Hammer. Ja. Jetzt sehen wir bei beiden tatsächlich das Gleiche. Arios hat, ich weiß nicht wieso, aber er hat es gemacht. Er hat nicht die Story am Anfang geskippt, die wir vorhin erwähnt hatten. Tommy hat jetzt seine Duel Master K-Duelle
abgeschlossen und geht jetzt auch weiter und jetzt sind sie tatsächlich gleich auf, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Arios hat jetzt natürlich die besseren Karten, er hat einen T2 Drache. Also im Grunde werden wir uns den ganzen Run so ein bisschen an den Drachen, also zumindest das Turnier über, an Drachen und Donnern orientieren. Später kommst du auf ein paar andere Karten oder sind andere Karten entscheidender. Aber man kann jetzt schon davon ausgehen, dass Arios sich im Turnier wesentlich leichter tun wird. Auch ja, Tommy hat eine Equip anscheinend, sehen wir gerade. Ja, die Equip hat er am Anfang getrackt gehabt, stimmt. Wo ist Peter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wie ich dich hier nennen soll. Ich bleibe es bei Wurst-Peter. ja, er ist komplett durch Egypt One gegangen. Das hat uns, also ich war sehr verwundert. Ja, habe ich so noch nicht gesehen. Die Dual Ground sieht man selten. Ja. Und jetzt sind wir auch bei Heilstein 1. Das ist das einzige Duell, das wir verlieren müssen, um weiterzukommen. Genau. Forced lose, also man kann gegen ihn gewinnen, theoretisch, aber er droppt auch Karten, aber man kommt nicht weiter. Man muss so lange gegen ihn kämpfen, bis man verliert. Ja. Genau. Das heißt, sie spielen die schwächsten Monster oder die schnellsten Monster aus, die sie ausspielen können. Spielen sie in Angriff und jetzt, man sieht es auch bei Arios, er greift damit direkt an, damit er eben mehr Schaden bekommt und das Duell schneller vorbei ist. Genau, dieses Duell will man. Man will, dass Heilstein starke Karten spielt. Das ist das einzige Mal in den Run, dass man das will, dass der Gegner die KI Hard Mode ist, damit man so schnell wie möglich dieses Duell finishen kann und weitergehen kann in der Story. Ja, genau. Und jetzt sieht man auch schon den Unterschied so ein bisschen zum normalen Run, würde ich sagen. Und zwar sehen wir bei beiden ungefähr 14 Minuten. Tommy hat ja außersehen Timer zu spät gedrückt, ja. Was natürlich passieren kann in der Aufregung. Aber es sind ungefähr von der Zeit eben gleich, das sieht man auch, dass die ja, genau. Und normal wäre man hier, je nachdem mit welcher Strategie man spielt, ob man jetzt, man kann auch ohne Dual Master K natürlich weitergehen, also die meisten PBs wurden ohne DMK, also Dual Master K gespielt, dann ist man normal bei Heilstein so ungefähr bei 3 Minuten ja, und jetzt sind wir schon bei 14. Genau. Und mit Dual Master K würde ich sagen ungefähr 5 Minuten. Das heißt, man ist schon gut drüber. Es hat den einfachen Grund, dass man einfach sicherer spielen will. Vor allem die Decks sind aktuell jetzt nicht mal besonders starke Startdecks, wenn man so sieht. Aber die Runner müssten normalerweise für solche Decks resetten. Also man kann auch sogar mit stärkeren Decks an diesem Punkt sein. Jedoch erfordert es in der Regel eine Menge Resets, weil die RNG natürlich da eine sehr große Rolle spielt. Genau, und die wollen natürlich jetzt nicht eine neue PB aufstellen, sondern die wollen möglichst schnell, also sie wollen schneller als ihr Gegner, das Spiel durchgespielt haben einfach. Und da lohnt sich einfach ein Deck, das ein bisschen stärker ist, ein bisschen mehr, weil später gibt es die sogenannten Fine Six oder Fine Seven. Das wäre auch nochmal eine Entscheidung, dass wir darauf eingehen. Man kann das Late Game oder das Endgame sozusagen sich länger oder kürzer machen. Aber mal schauen, wenn es soweit ist, dann gehen wir da nochmal. Genau. Und worauf ich da eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn das Deck natürlich stabiler ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort resetten muss, nicht mehr ganz so hoch. Und das wird natürlich, das ist so der größte Zeitfresser am Ende. Man will die mit dem ersten Anlauf schaffen. Da spart man sich die meiste Zeit und deswegen spielen die beiden hier ein bisschen sicherer. Und jetzt sind sie auch im Turnier angekommen. Das haben wir jetzt komplett vergessen. Für Leute, die das Spiel natürlich nicht kennen. Wir reisen durch die Zeit in die Gegenwart. Müssen hier im Turnier die Millenniums-Gegenstände einsammeln. Und da kämpfen wir als erstes gegen den guten Rex. Und er ist so ziemlich der leichteste Gegner. Also gegen ihn zu verlieren, ist relativ unmöglich. Es geht, es ist passiert. Es gab schon Runs, was passiert. Es kann natürlich passieren, alles kann passieren. Aber er ist einer der leichteren Gegner und er droppt relativ viele Drachen, die Runner hier natürlich unbedingt haben wollen. An der Stelle könnte man vielleicht auch gleich schon auf die Ränge etwas eingehen. Und zwar will man grundsätzlich bei Monster-Drops, wie jetzt bei Rex, also bei Rex ist nochmal so ein Sonderfall, aber man will, wenn man starke Monster haben will, einen sogenannten SA-Power-Rang. Den kriegt man, wenn man den Gegner mit wenig Fusionen und wenig Zügen und ohne viel Karten zu verbrauchen, grob gesagt, dann finisht und ohne selber Schaden zu nehmen natürlich. Dann kriegt man einen sogenannten S- oder A-Power-Rang für stärkere Monster.
Also das, das mit für Zauberkarten und auch Equips und so weiter wäre ein sogenannter BCD-Rang. Den spielt man nach Keith, also nach meistens. Meistens auf BCD für Zauberkarten, Fallenkarten und Equips. Und später gibt es dann noch so einen sogenannten A-Tech-Rang, aber auf den gehen wir dann ein, wenn die beiden das machen, sollten sie es nicht machen, was nicht unbedingt der Fall ist. Wir haben ja jetzt schon einen sehr weirden Start gesehen, dann kann es vielleicht auch und keine A-Tags macht, aber falls sie sie machen sollten, können wir da auch nochmal genauer drauf eingehen. Genau, und das hat man eben gerade schon gesehen, Tommy hat den A-Pow gemacht, das heißt, er hofft auf mehr Drachen, weil er keinen Drachen hat, soweit ich sehen kann. Ja, aber er und hat Arios, ja, Arios hat nämlich einen B-Pow gemacht und ich gehe davon aus, also ich traue ihm zu, dass er das kontrolliert gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, was er dazu gesagt hat, aber ich gehe davon aus, dass er es gemacht hat, weil er eben noch keine Equip hat. Und Rex ist einer der wenigen Gegner, die eine Equip droppen können. Und zwar, wenn es die Beastfangs und die nimmt unser Twin-Headed Thunder Dragon, das kleine Monster, was man oben links sieht. Und den will man im späteren Spielverlauf so hoch wie möglich boosten. Und Rex gibt dafür die erste Möglichkeit. Genau. Ich weiß, hast du gesehen? Also er hat auf jeden Fall keine Equip getrackt. Also ich denke, er wird keine bekommen haben. Er wird keine bekommen haben, ne. Und ja, und jetzt kämpfen sie gegen Weevil, der zweite Gegner. Weevil hat den Vorteil, dass er, jetzt muss mir kurz mit dem Schutzsternnamen helfen. Da bin ich ja sehr speziell und sehr schlecht drin. Naja, da bin ich auch schlecht drin, aber mit Pluto hat man auf jeden Fall einen Vorteil. Mit Mars hat man einen Vorteil. Mars, ich merke mir die Symbol Formen. Man kann sich so vorstellen, Weevil spielt natürlich viel in Pflanze und wir wollen Mars. Mars ist das Feuerzeichen. Und Weevils stärkste Karte, die man auch bei Arios gesehen hat, ist die Shiragumo mit 2200. Aber mit dem Flammcerberus, der 2100 Punkte hat, hat man eben den Schutzsternvorteil. Durch den Schutzsternvorteil bekommt unsere Karte nochmal 500 Angriffspunkte mehr. Und somit war sein Flammcerberus stärker als Shiragumo. Und er hat ihn jetzt auch besiegt. Einen leichten Vorteil hat er aktuell. Jupiter, dankeschön. Das gehört nicht so zu meinen Stärken. Ja, die Schutzsternnamen, also die Zeichen ist klar, aber die Namen. Ja, genau. Bin ich auch so schwach drin. Man liest allgemein sehr wenig in dem Spiel, wenn man es selber spielt. Jede Art von Text will man möglichst fern von sich halten. Ja, und die Drops habe ich jetzt nichts gesehen. Ich habe auch nichts gesehen. Beide jetzt an Weevil vorbei. Ja. Oh, Tommy hat Mars und Expert bekommen. Das ist, er hat schon mal ein genickt. Beast. Ich denke, er hat sich gefreut. Ein Beast ist jetzt, also fürs Turnier, sind Biester jetzt also nicht unbedingt schlecht, die sind sogar gut, weil mit denen kann man, wie gesagt, den Flammenzerberus zum Beispiel machen oder man kann auch Frauen mit einem Biest zusammenwerfen. Weibliche Karten einfach mit einem Biest zusammen. Dann bekommt man auch eine 1900er Karte oder den Flammenzerberus mit 2100. Sogenannte Neko Girl, wir haben das vorhin auch schon gesehen. Wir sehen es gerade wieder bei Arios. Ja, spielt die anscheinend heute sehr gern. Und Frauen sind auch so eine Art von Monster, die man gern haben will. Weibliche Karten, die gehen auch mit sehr vielen Monstern zu fusionieren und geben relativ solide Monster für das Turnier. Ja, genau. Und, da gesehen. Und generell, das haben wir noch gar nicht gemacht. Aber man zieht, egal wie viele Karten man wegwirft, in der nächsten Runde hat man wieder eine volle Hand. Genau. Das heißt, das sehen wir relativ häufig. Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Rang die machen, aber das geht dann vielleicht auch zu tief rein. Aber letztendlich, wenn man nichts hat, was den Gegner besiegen kann, dann versucht man so viele Karten wie möglich wegzuwerfen, weil in der nächsten Runde hat man eh wieder eine volle Hand. Genau. Und man versucht, Monster zu fusionieren. Die genauen Regeln, wie sich Monster fusionieren lassen, das ist so ein Rätsel für sich. Die versteht das Spiel wahrscheinlich selber nicht. Man muss das so ein bisschen auswendig lernen, einfach welche Karte mit welcher zu fusionieren ist. Es gibt schon, also das meiste folgt schon einer Regel wie einer Logik, aber es gibt ein paar merkwürdige Fusionen. Da wundert man sich dann oft selber, also ich zumindest immer noch. und es gibt auch manche Fusionen, die klappen, die hat man zuvor noch nie gesehen. Also in dem Spiel hat man da sehr viel Vielfalt. Die Fusionsmechanik in dem Spiel ist ziemlich interessant, nenne ich sie mal. Es ist interessant. Kann auch teilweise. Hier, Arios und S-Pow bei Mai. Oh, das ist gut. Chance auf gute Karten. Gucken wir vielleicht auch gleich mal die Drops an. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich finde es selber gut. Schauen wir mal, was da gekommen ist. Ansonsten hat es nicht viel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun, würde ich sagen. Außer, dass man Karten ausspielt.
Es ist von 1998, zumindest, ich glaube, der Europa-Release war 2000, oder? 2002? Also 2000 müsste. Na, ich glaub, 2002. War das nicht? Da war ja erst am Sonntag gab es ja das Vanilla Race zum Jubiläum. Ich glaube, das war, also 2002 ist es bei uns erschienen. Das kann sein, da bin ich. Aber das kann jetzt auch falsch liegen, Gottes Willen, will ich das nicht festlegen. Ja. Darius hat Elf's Light bekommen und 2002. Die hat auch reingepackt. Dankeschön, das Praktikant, ja. Guten Tag. Dankeschön. 1999 in Japan, ja, 2002 genau. Außerhalb, Dankeschön, ja. Ja, wie gesagt, wir sind keine Profis, wir machen das einfach nur selber recht gerne. Die Community hat uns einfach, also mich vor, also dich wahrscheinlich auch, aber die ist einfach sehr nett, ja, und sehr zuvorkommen, okay, und deswegen sind wir beide auf dem Spiel so ein bisschen hängen geblieben. Ist aber auch ein schönes Spiel und mit viel Nostalgie verbunden bei vielen. Also bei, ja, mir ist es auch auf jeden Fall. Ich finde es auch angenehm zu Speedrun an sich, weil du hast immer wieder eine Challenge so für dich selbst auch so, finde ich. Du hast ja immer wieder dein eigenes Ziel. Du musst den Weltrekord verfolgen. Ja, das auf jeden Fall auch, aber es ist einfach dieses, man kann immer wieder kurz durchatmen. Wenn der Gegner dran ist, dann kann man einen Schluck trinken. Jetzt sieht man es wieder bei, also jedes Mal, wenn jemand einen Zug beendet, dann sieht man kurz, ah, okay, jetzt kann ich kurz einen Schluck trinken oder. Es sei denn, wenn man gegen Nightmare kämpft und der Top deckt. Angenehm zu Speedrun höre ich selten Verbindung mit Forbidden Memories. Ey, also, der stimmt. Es hat einen sehr hohen Frustfaktor. Ja, weil halt sehr viel Drop-Luck ist und RNG des Gegners, aber. Es macht auch irgendwo Spaß, so. Sonst finden wir es alle nicht dran. Es ist eine Hassliebe, die man da, ja, so ein bisschen, ja, aufbaut. Hier sehen wir auch eine der ungeliebtesten Stellen, zumindest bei mir. Wildes Button-Gemesche bei Arius. Man muss die Textboxen wegdrücken. Da drückt man in der Regel Viereck und spammt X, damit die Chatboxen noch schneller weggehen. Und das ist halt eine Stelle so, da kann man halt nichts beschleunigen. Man muss halt da alles wegmeschen und warten, bis es endlich weitergeht mit dem Duell. Und guten Abend, Fandeli. Guten Abend, natürlich. Guten Abend. Gestern einen Run mit 1,22 Pace wegwerfen müssen. Tat schon weh. Ja, das fühle ich. Also diese Pace hatte ich jetzt noch nicht. Oder zumindest, ich weiß ja nicht, wie weit du schon warst zu der Zeit. Ich gehe davon aus, dass es 27 wieder waren. Aber man muss dazu auch fairerweise sagen, auch wenn wir jetzt reden, ja, es ist natürlich ein bisschen Glück. Also es ist schon ein gewisser Anteil an RNG und Glück dabei, welche Karte man gedroppt bekommt. Aber bis man einen 1,22er Paced hat bei den Final 7, da gehört schon eine Menge Können auch dazu. Das muss man fairerweise an der Stelle sagen. Auf jeden Fall. Vor allem ist da viel Wissen über die KI. Wenn man weiß, wie die KI auf einen Spielzug von sich selber reagiert, kann man hier eine Menge beeinflussen. Hier bei Arius waren sehr gute Drops, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist sehr gut. Er kann hier den... Oh, okay, damit habe ich es nicht gerechnet, dass er das macht. Gegen wen spielt er denn? Hast du das gesehen? Ich glaube, der ist jetzt bei Shadi, wenn ich mich nicht täusche. Bei Shadi? Ah, okay, dann will er viel fusionieren, damit er sein BCD wiederbekommt für eine Equip. Ja, stimmt. Schnell ein BCD will er hier haben. Genau, BCD, wie vorhin erklärt von Plazify. Ja. Bei BCD gibt es bei ein paar Gegnern die Chance auf eine Equip, die man haben will. Und die versucht er jetzt anscheinend zu bekommen, weil er immer noch keine Equip hat. Was ja, später auch sehr relevant wird tatsächlich, ob man eine Equip besitzt. Das ist sehr interessant. Er hat Elf's Light bekommen von Mai vorhin. Die hat er auch tatsächlich reingepackt. Also hat schon ein paar Equips im Deck, aber nicht die wir eigentlich im Late Game sehen wollen. Nee. Und wenn man so viel von Late Game spricht, dann nochmal so ein bisschen vielleicht darauf zurück. Das sind relativ einfache Duelle jetzt. Also Shadi ist mit der einfachste Gegner, würde ich sagen. Ich glaube, das ist der einzige, gegen den ich noch nicht verloren habe. Shadi ist sehr schwer. Shadi ist schon ein spezieller Freund. Ja, nein, Misty, Bennigan Plazify. Den Heischen vom Wursti gestern müsst ihr nachholen. Ja, das schauen wir definitiv rein. Immer wieder spannend. Nur gestern war ich leider nicht zu Hause, sonst hätte ich es wahrscheinlich mir selber angeschaut. Oh nee, ich habe ihn gesehen, stimmt tatsächlich. Ich habe das gestern gesehen. Das war schon ein bisschen komisch, wenn ich mich da richtig erinnere. Das war ganz, ganz komisch. Er hat getoppt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber jetzt nochmal zurück, warum Equip und warum kommt es auch so ein bisschen auf Können an? Man kann da später sehr viel Zeit rausholen, einfach indem man weiß, welche Karten man benötigt. Es gibt ja
Oh Gott, jetzt muss ich lügen. Gibt es 780, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es mehr verschiedene. Auf jeden Fall. 700 auf jeden Fall. Man muss wissen, man braucht für, um dieses Spiel schnell durchspielen zu können, einen sehr relativ hohen Wissensstand. Das vergisst man so ein bisschen, wenn man das Spiel ein bisschen länger gespielt hat. Und 766, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist möglich. Ich meine auch irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und wenn man so eine Pace von 1,22 hat, dann weiß man natürlich auswendig, wer welche Karten droppt und zu wie viel Prozent vor allem auch. Und ab wann es noch Sinn macht, weiter zu spielen und wann nicht. Und man braucht dafür zum Beispiel eine Equip und eine Falle. Und Arius hat noch immer keine Equip, aber es stört prinzipiell eigentlich auch nicht zwingend. Weil das Turnier stört es auf keinen Fall. Also wenn man, außer bei Seto und bei Bakura, könnte man da ein bisschen Stress bekommen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, hast du im Kopf, ob Arius ein schwarzes Loch oder ein Raigeki hat? Leider nicht, ich bin völlig überfordert mit der Moderation, nicht Spaß. Nein, es ist schwer tatsächlich gerade auf alles so ein bisschen zu achten und das Spiel versuchen so ein bisschen zu erklären. Beide Dark Hole? Okay, beide haben Dark Hole. Beide Dark Hole, danke dafür. Ja, danke. Dankeschön. Danke, liebe Regie. Danke, liebe Regie, genau. Ja, und wieder um zurück, ich komme immer durcheinander, jetzt ganz kurz die Drops anschauen von Tommy. Ja, aber er hat noch Zeit, er muss jetzt erst wieder Textboxen. Vielleicht hat er noch eine Equip bekommen. Ja, vielleicht kriegt er noch mal eine Beast Fang. Das wäre nicht schlecht. Schade, ja, auf jeden Fall. Man kann später viel Zeit rausholen, indem man schnelle Atex macht. Das ist so ein bisschen, gerade wenn man anfängt, vor allem die relativ schwer. Da muss man sehr viele verschiedene Bedingungen erfüllen, damit man einen sogenannten Atex bekommt. Und da kann man, vor allem wenn man das gut spielen kann, sehr, 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 sehr viel Zeit im Vergleich zu einem durchschnittlichen Runner oder einen Anfänger. Ja, da sehen wir bei Arius auch die zwei angesprochenen Elfs. Hat er eine Equip bekommen? Ich schaue gerade. Arius hat keine bekommen. Ach so. Er hat zwei Drachen bekommen von Shadi. Ja, oh, das ist gut. Also, das habe ich so noch nicht gesehen. Was ist denn hier? Beastfangs hat auch, Beastfangs. Und darüber freut er sich sehr. Beastfangs sind sehr gut. Also wenn man aus dem Turnier mit zwei, drei Equips geht, dann steht man schon gar nicht schlecht da. Ja. Arius ist ein großer Fan von Dark Hole, bevorzugt die über Raigeki. Das kann gut sein. Also ich weiß es natürlich jetzt nicht. Das stimmt wahrscheinlich, weil ich habe weniger Ahnung. Aber ich verstehe das auf jeden Fall. Also ich finde Raigeki, ich selber finde, dass Raigeki fürs Turnier sehr gut ist. Tommy hat, glaube ich, wieder ein Nee, okay. Nee, der läuft weiter. Ich finde Raigeki fürs Turnier sehr gut, wegen Bakura vor allem, wenn er die Labyrinthwand, sieht man die Arius spielt gerade, glaube ich, gegen ihn, oder? Ja. Yeah, er hat mich angegriffen. Oder er hat ihn die Falle. Ja, genau. Bakura kann die Labyrinthwand und das Millennium-Schild haben. Auf jeden Fall 3000 Verteidigung. Und dafür hätte man jetzt lieber, er spielt das Schwarzes Loch, man hätte jetzt hier lieber Raigeki gehabt. Einfach fürs Turnier finde ich persönlich, also ich persönlich kann ja jeder anders spielen, ich bin ja wie gesagt auch nur ein Anfänger, finde ich jetzt persönlich einfach Raigeki besser, weil man da seine eigenen Monster nicht verliert. Aber für spätere Spiel finde ich dann auch Schwarzes Loch besser, einfach weil man die komplette Backrow mitnimmt vom Gegner und man wenn man im Nachteil ist im Late Game, dann ist man es richtig. Da hat man richtig Probleme. Ja, also man spielt grundsätzlich Raigeki und Schwarzes Loch, wenn man nicht anders weiterkommt. Raigeki spielt man tatsächlich auch so, deswegen bevorzuge da auch Raigeki. Einfach auch, weil sie Bakura viel leichter machen kann, wenn er halt seine Monster da aufbaut und dann baut man halt selber sein Feld auf und spielt Raigeki. Arius hier hat man gesehen, wenn er Darkhold spielt, vernichtet er halt auch sein komplettes Feld und muss alles neu aufbauen. Weiterer Nachteil ist dabei auch, dass dann du kein Monster mehr auf dem Feld hast und die KI sich dann denkt, dass sie fusionieren kann und Megamorph. Megamorph. Da gibt es einen Kandidaten, der spielt sehr gern Megamorph, wenn man kein Monster spielt. Der heißt Heishin 2. Man hat ihn schon kurz gesehen, er kommt später nochmal wieder. So viel kann ich vorschauen. Ja, ich tatsächlich. Ich hoffe, wir erzählen nicht zu viel und man kann uns noch so ein bisschen folgen, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung selber vom Spiel hat.
Auf jeden Fall, wenn Fragen im Chat bestehen und wir haben gerade Zeit, weil nichts irgendwie sehr Bemerkenswertes passiert, dann können wir auch mal drauf eingehen. Ich versuche auch so immer ein bisschen den Chat im Auge zu behalten, aber es ist relativ schwer, weil halt auf dem Bildschirm dauert. Recherche. Ja, und wenn am Ende des Runs kann ich, mache ich nicht Englisch reden. Nee, Spaß. Ich bin berüchtigt für mein Englisch. Ja. Weil gerade schon so Recherche drin stand im Stream, ungefähr so hört sich mein Englisch an. Das ist ja sehr unterhaltsam. Ja, kann man wirklich. Kann man es unterschreiben. Ich würde es unterschreiben, dass es sehr unterhaltsam ist. Ja, nee, aber meine natürlich nicht. Also jemand wünscht eine. Umi never wrong. Umi never wrong ist mein Motto. Ja. Never wrong. Wie wir festgestellt haben, beide haben tatsächlich noch kein Umi, so an der Stelle bemerkt. Man will Umi haben, weil Umi verstärkt den Donnerdrachen, den man später sehr gerne spielt. Und dafür aber nicht diverse andere Drachenmonster, die von den Late-Game-Gegnern gespielt werden. Weil die andere Alternative wäre Mountain. Der verstärkt aber alle Drachen und im Late-Game haben die Gegner sehr starke Drachen, die man mit verstärken würde. Deswegen bevorzugt man Umi. Ja, genau. Und was auch noch ein Vorteil ist, also von Feldzaubern allgemein und deswegen auch vor allem wieder Umi, sobald man Umi spielt, die KI ist so ausgelegt, dass sie ganz arg darauf besteht, dass ihr Feld liegt. Das heißt, wenn man jetzt später Umi spielt in der ersten Runde, deswegen ist mein Motto Umi never wrong, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass die KI auch ihren Feldzauber wieder spielt. Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Tommy geht hier anscheinend für eine Story Attack. Mana Strike hat es gerade geschrieben im Chat. Echt? Er hat eine Falle gespielt bei Pegasus. Was hat er für eine Falle? War das Invisible Wire? Er hat Invisible Wire, ja. Ja, Invisible Wire. Invisible Wire, eine Falle, die ein Monster unter 2000 Angriff zerstört. Und da aktiviert sie es. Er sieht nach einem Story Attack aus. Das könnte wild werden. Außer jetzt, dann müssen wir kurz Attacks erklären. Du, soll ich? Ich mache die Kurzzusammenfassung, wenn es euch jemand interessiert, ein bisschen mehr, dann kannst du mal ausführlich erklären. Ich würde einfach, A-Tag ist ein Rang, auf dem besondere Karten droppen können, also sehr starke. Von Pegasus wollen wir Megamorph haben. Das ist eine Karte, die unser Monster 1000 Angriff hinzufügt und 1000 Verteidigung. Dafür müssen wir unter 7000 Lebenspunkte haben, weniger als 3 Karten im Deck. Eine Fallenkarte aktiviert haben, was wir gerade bei Tommy gesehen haben, eine Zauberkarte aktivieren, mindestens 15 Fusionen und man muss 4 Monster in Angriffsposition vom Gegner zerstören. Das Schwierige ist hierbei, dass man, ja, schwierig nicht, aber hier kann ein Fehler passieren, dass man vergisst, das Monster von Pegasus anzugreifen und dann ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, dann kann es Pegasus ist da so ein bisschen drauf ausgelegt, die KI von ihm, dass sie Lust hat, dann Raigeki auszuspielen. Und gerade wenn. Es kann oft passieren, dass der A-Tag auch stirbt. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, das ist jedem schon mal passiert. Ja. Ja, aber ich finde es spannend, dass beide ungefähr gleich auf sind. Und wir sehen hier bei Arius, dass er im Farm ist. Ist im Farm? Oh. Ich glaube, war er nicht auch vor Pegasus? Kann es sein, dass er nur den Story A-Tag akzeptiert? Kann es sein, dass er nur den Story A-Tag akzeptiert? Das kann sein, dass er jetzt nochmal farmt, damit er einen soliden Story A-Tag machen kann. Er trackt auch, glaube ich, fleißig weiter mit, wenn ich das sehe. Er hat jetzt 6 Donner und 4 Drachen, wohingegen Tommy bei 2 und 1 steht. Was das ist sehr schlecht. Ich glaube, er hat mehr. Tommy hat deutlich mehr. Glaubst du, er hat 2 Equips auch eingetragen. Also ich finde es ehrlich gesagt an der Stelle richtig cool von beiden, dass sie mittracken. Ja, das ist einfach angenehmer so für die Zuschauer auch. Dann hat man einen Überblick, weil du kannst noch so weit in der Story sein, wenn dein Deck nicht die Karten enthält, die du brauchst, kannst du nicht finishen. Also du musst immer eine gewisse Deckstärke haben. Und natürlich auch, je schwächer das Deck, desto mehr muss man auf RNG der KI hoffen, dass die schlechte Karten ziehen und spielen. Und ich persönlich drehe auch immer richtig am Rad, wenn ich einen Streamer sehe, der das nicht trackt. Also es ist nur mein Humor. Das ist einfach ein bisschen lustig. So, ich schaue diesen Stream und dann sehe ich eine Zeit
Und ich denke mir, ja, was hast du denn im Deck? Sowas hast du. Ich will es ja wissen, ich will mitfiebern. Sowas hast du im Deck. Musst du bald resetten, weil du keinen Megamorph hast? Oder wie viel Megamorph hast du? Mit wie vielen Karten gehst du in die Final Seven später rein? Ist immer so, es ist spannend, aber finde ich auch sehr cool von beiden, dass sie es hier anzeigen lassen. Wobei sie halt ihrem Gegner so einen kleinen. Ja, sie helfen ihrem Gegner einfach so. Ja, sie geben dem Gegner halt Knowledge über ja. den Stand, wo man halt gerade steht. Ja, genau. Und je nachdem werden sie auch entscheiden, ob sie jetzt auf Risiko weiterspielen oder sicher weiterspielen. Er will auf jeden Fall Drachen. Er hat ja. gemacht. Ich sehe gerade bei. Komm, er geht weiter. Ich sehe gerade bei Tommy, glaube ich, ein Problem. Und zwar Tommy gerade schon. Er versucht Fusionen zu machen, aber er bekommt keine. Jetzt kann er wieder eine Fusion machen. Er tut sich ja. ein bisschen schwer mit den 15 Fusionen, glaube ich, weil er gerade schon Fake Beast und Feuer zusammengeworfen. Er wusste, dass es nicht geht, aber es war so ein bisschen Verzweiflung, glaube ich. Arius hat an der Stelle noch zu bemerken, er hat keinen Drachen bekommen, soweit ich das gesehen habe. Er hat aber tatsächlich mit 4-6 ganz in Ordnung Amount of Drachen und Donner. Ja. Für Pegasus. Für eine A-Tag ist immer schwierig. Tommy macht halt eine A-Tag auf komplett Kamikaze angelehnt mit 2 und 1. Also mit 2 Drachen und einem Donner. Ja. Was man auch erkennt hier, er hat Probleme, seine Fusionen zusammenzubekommen. Aber es läuft relativ gut dafür, muss ich sagen. Also relativ, dafür, dass er eben nur einen Donner hat. Ja, er hat schon seinen Schaden, die Falle ist auch drin, die Equip auch, soweit ich gesehen habe. Ja. Aber das ist einer der spannendsten Momente. Also eigentlich, es ist ein guter Moment einfach, um festzustellen, wer wie schnell sein wird ein bisschen, weil wenn es Tommy den A-Tag schafft und er bekommt 2 Megamorph zum Beispiel oder 2 Widespread Ruins, die du vielleicht auch noch gleich erklären kannst, wenn er da gute Drops bekommt und er schafft den A-Tag, dann hat er einen riesen Vorteil gegenüber Arius. Hinwieder sollte nichts bei ihm droppen, hat jetzt viel Zeit verloren. Oh, er schüttelt den Kopf und macht sich Sorgen. Hätte er viel Zeit verloren und Arius wäre deutlich im Vorteil, weil seine Karten doch ein bisschen besser sind. Ja, also mit bisschen bist du sogar noch nett. Sie sind alle, er hat 6 Donner und wie ich am Anfang erwähnt habe, Donner ist sehr relevant für diesen Run, weil die schwerer droppen wie Drachen. Ja. Tatsächlich hat Arius Probleme gerade gehabt beim Drachenfarmen. Also es kann auch mal so laufen, wie wir erwähnt haben, es ist viel RNG bei den Drops. Aber normalerweise mit den 6 Donnern. Mit 6 Donnern kann man theoretisch auch schon finishen. Ist jetzt nicht die Traumanzahl, aber es ist möglich, ja. Ja. Und vor allem Drachen würde es automatisch bekommen. Später müssen beide noch im Turnier gegen. Wir sind immer noch in der Gegenwart praktisch, zeittechnisch gesehen. Wir gehen später wieder zurück ins alte Ägypten, ne? Wo wir es Bösen mit Kartenspielen aufhalten. später müssen sie noch im Turnier gegen Kaiber kämpfen. Und der ist so ein bisschen bekannt dafür, dass er. War das Isis? Dann ist ja schon am Pegasus vorbei. Dann haben wir uns ja komplett getäuscht. Ach so. Ja, okay. Kaiba gibt eben später die Drachen raus. Das heißt, mit 4 Drachen steht er schon recht gut da. Ich würde sagen, jetzt hat er 6 Drachen sogar. Boah, das sieht sehr gut aus. Ja, Kaiba droppt immer. Also, es kann auch sein, dass er mal gar nichts droppt, aber in der Regel hat man da 3-4 Drachen safe. Ja. Und an der Stelle auch Entschuldigung, dass wir das jetzt verpennt haben, dass er. Ist er jetzt bei Isis, ja? Das ist einfach. Wir sehen es gleich an den Monstern, die Geschichte. Ja, nee, ich habe schon gesehen, aber es ist schwer, das Ganze so zu verfolgen und nebenbei noch was zu erklären. Ich hoffe, das ist recht angenehm. Ja, und jetzt ist die Frage: Schafft Tommy den Story Attack? Jetzt, ich glaube, ihm fehlen Fusionen. Er kann. Er könnte jetzt noch eine Karte wegwerfen. Er nickt. Aber anscheinend sieht es nicht gut aus. Er wirft noch eine Karte weg. Er hofft jetzt auf. Er nickt oder er verzweifelt. Man weiß es nicht. Oder er nickt, weil er resigniert. Okay, Arius müsste Pegasus. Müsste Isis haben. Ja. Isis ist so ein Ding. Sie spielt ihre Monster generell im Schutzstern Neptun. Das heißt, unser Twin Hell Thunder Dragon, unser doppelköpfiger Donnerdrache, hat mit seinem Pluto-Schutzstern, man kann es einfach mit Wasser und Donner erklären, bekommt immer 500 Pluspunkte und deswegen ist sie einer der leichteren Gegner. Er fusioniert, Tommy nickt, aber ich weiß nicht, ob es Verzweiflung ist. Ne, ich glaube nicht. Er aktiviert eine Zauberkarte. Oh,
Blackman, an der Stelle danke fürs Abo. Ja, genau, danke fürs Abo im 16. Monat. Und ja, dann Dankeschön. Und Tommy hat gewonnen. Na, Atec, gern Atec. Da kann man sich freuen. Umi, aber ich glaube, es war nichts. Oh. Ah, er hat zwei Oscillo Heroes bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Donner ist natürlich immer gut, aber sieht nach einer mageren Ausbeute leider aus. Aber starker Versuch, muss man sagen. Ja, also anscheinend hing's auch, war es das Zünglein an der Waage am Ende, weil ich glaube, ihm hatten am Ende eben genau die Anzahl Fusionen gefehlt, die er gebraucht hat. Ja. Jetzt ist er auch bei Isis. Arius geht jetzt zu Kaiba. Jetzt ist der Fall eingetreten, den wir genannt hatten. Tommy hat halt jetzt viel Zeit verbraucht und relativ. Er hat einen Drachen und zwei Donner, das ist natürlich erstmal cool zu haben, und er hat Umi bekommen. Aber man hätte sich natürlich von einem E-Tech viel mehr versprochen, weil er einfach auch so viel Zeit frisst. Ja. So, Arius ist jetzt hier bei Kaiba. Das ist tatsächlich eine andere Person wie die vorhin. Das vorhin war Seto. Das darf man nicht verwechseln. Das ist ein riesen Unterschied. Also hier, das Ace-Monster von Kaiba ist der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Ich denke, jeder, der mit Yu-Gi-Oh! Mal was zu tun hat, der kennt den. Der hat 3000. Das ist so ein bisschen die Challenge bei Kaiba. Wenn er den spielt, muss man gucken, dass man den irgendwie wegbekommt und dass er keinen weiteren hat. Oder man hofft, wie Arius, der hat Glück zum Beispiel, er spielt ihn nicht. Das heißt, aber er hat eine Karte in Uranus gespielt, das könnte jetzt die Mauer oder die Labyrinthmauer oder das Schild sein, wo er auch nicht drüber kommt. Ja, und das ist die Labyrinthmauer. Da muss er jetzt auch gucken, wie beim Weißen Drachen, 3000 muss irgendwie da drüber kommen. Und er hat keine Equip, so wie ich sehe. Also muss er Umi spielen. Die hat er tatsächlich zweimal. Ja, er hat ein recht gutes Deck, um hier weiterzukommen auf jeden Fall. Er hat Umi. Er muss nur darauf warten. Umi hat Hard Mode, Isis. Oh, ich hoffe, er hat gespeichert. Ich gehe davon aus, dass beide speichern. Ich denke auch, dass beide speichern. Ich denke, dass jeder Gegner hat so ein bisschen seinen Hard Mode. Man muss fairerweise auch sagen, dass bereits Arius seinen Hard Mode hatte bei Weevil mit Shiragumo. Ja. Jetzt hat er hat das Duell schnell beendet. Bei Isis ist der B-Sky Dragon der Hard Mode, das heißt 3200 Angriff. Aber ich finde es gut, oder ich finde es bemerkenswert, dass beide relativ gleich auf sind. Ja, das ist echt schön. So hat man ein schönes Versus. Natürlich Tommy ein bisschen mit dem Deck-Nachteil, aber man muss auch bedenken, Equips droppen seltener als jetzt zum Beispiel Drachen oder ich glaube sogar teilweise seltener als Donnermonster. Und Tommy hat halt schon zwei. Das könnte vielleicht den Nachteil an Drachen und Donner etwas ausgleichen. Manusfalk hat gerade noch geschrieben, dass Tommy vorm Deck-Edit gespeichert hat. Das ist ein bisschen doof, jetzt muss er sein Deck wieder bearbeiten. Ja, das stimmt. Aber er weiß immerhin, wie viele Karten er rausmachen muss. Das ist tatsächlich auch was, wo ich persönlich immer noch recht viel Zeit verliere. So, manchmal lese ich mir die Karten und Was war das nochmal? Ja, genau. Aber das ist auch wieder sowas, was eben da mit der Zeit kommt, wo man schneller wird. Man erkennt, also ich selber schaue hauptsächlich auf die Angriffs- und Verteidigungspunkte. Oh, weißt du, Drache hier getopdeckt, wenn ich das sehe. Ist aber mit Umi tatsächlich. Ja, hat mit er Umi geschafft. Kein Problem. Ja, also Seth muss durch sein bei Arius. Ja, aber es ist auch so, selbst wenn Arius hier an der Stelle vorne ist, wir haben es gesehen bei Tommy. Tommy hat einen A-Tag gemacht und hat relativ, man kann sagen, es waren schlechte Drops. Es war unglücklich. Hätte er hier gute Drops bekommen, wäre er aus meiner Sicht jetzt einfach ein bisschen weiter vorne. Ja, das auf jeden Fall, wenn er Umi oder Widespread hätte, Megamorph oder Widespread. Vielleicht an der Stelle, wir haben es angeschnitten, aber nochmal, dass das für jeden klar ist. Widespread ist die beste Fallenkarte. Wenn ein Monster vom Gegner angreift, wird es einfach zerstört. Da sind die Angriffspunkte des Monsters irrelevant. Und Megamorph ist natürlich die stärkste Equip, die jedem Monster, nicht typenabhängig, 1000 Angriff und 1000 Verteidigungspunkte gibt. Das sind so mit so die besten Karten, wo man eigentlich bekommen kann. Auf jeden Fall von Pegasus auch, was Zauber- und Fallenkarten angeht. Genau, und jetzt sehen wir gerade, dass Arius das Turnier beendet hat. Arius geht jetzt wieder zurück in die Vergangenheit oder ins alte Ägypten. Jetzt darf er hier, weil es so witzig war, nochmal alle Millenniums-Gegenstände einsammeln. das ist ganz toll. jetzt muss er wieder kurz was in der Kampagne machen, möglichst schnell.
Tatsächlich weiß ich, weil ich das Game bis jetzt nur gespeedrunnt hat. Ich glaube, hier selber an sich skippt er nichts in der Story. Er muss hier, wichtig ist nur, dass er die zweite Option auswählt, dann rausgeht, dann muss er zurück. Und das sieht man ja, sein Menüing ist sehr schnell. Ja. Man sieht kaum den Cursor teilweise, wenn er da hin und her switcht. Also sehr, sehr precise hier. Und ja, man merkt halt, dass er einfach so Platz 2 ist. Das merkt man. Tommy hat ab und zu so ein bisschen Lex. Er hat ein paar Ruckler. Bei ich mir hoffe, es tatsächlich läuft er nicht mehr. Bei mir auch nicht. Oh. Er läuft weiter. Ah, okay. Ja. Er ist ein bisschen weiter hinten. So, Arius geht jetzt gegen den Meme-Soldier. Ja, aber Tommy leider einen Offline-Soldier. Er hat aber, soweit ich weiß, hat Arius keine Trap. Und er hat keine Trap? Ich meine, er hat nur Goblin-Fan bekommen. Goblin-Fan. Oh, jetzt Tommy ist wieder offline. Mhm. Ja, aber dafür da können wir uns wieder ein bisschen mehr auf Arius konzentrieren. Arius hat an der Stelle keine Falle. Da hat Tommy jetzt einen Vorteil. Tommy hat... Arius hat eine Acid Trap Hole. Er hat eine Acid Trap Hole. Okay, er hat eine Acid Trap Hole, nämlich alles weg. Dann hat Tommy ein Problem. Ja. Tommy hat an der Stelle ein Riesenproblem. Und hi, Lufo TV und Ali. Hi, Ali. Alinos. ja, jetzt hoffen wir nur, dass Tommy wieder online kommt. Wie gesagt, nochmal für alle mit am Anfang waren wir 10 Leute, als wir es erklärt haben. Das ist das erste Spiel aus dem Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Turnier Season 2 der Speedrun Community. Das erste Spiel ist ja, das ist für uns ein bisschen interessant. Weil wir eben einen deutschen Spieler dabei haben, jetzt Tommy 1995, der gerade leider Internetprobleme hat. Und Arius, der Weltranglisten-Zweite, ist, würde ich sagen, mit das aus den 16. Dafür, dass es ein 16. ist, also für mich eins der spannendsten Spiele. Oh, Tommy ist wieder online. Tommy ist wieder online. Ich glaube, er kämpft auch gerade gegen. Nee, er kämpft gegen Kyber. Er kämpft gegen Kyber. Ich wollte gegen Meme Soldier sagen. Thomas hat nicht gelernt. Arius hat jetzt hier den Mage Soldier besiegt. Wenn man den besiegt, will man natürlich auch einen BCD, weil er kann Dark Energy droppen. Und er hat ihn bekommen. Er hat Dark Energy. Sogar. Oh, er freut sich. Arius hatte keine Equip. Hätte er die nicht bekommen, hätte er jetzt farmen müssen, um eine zu bekommen, weil man braucht unbedingt mindestens eine Equip, um Atex zu machen. Er hätte eine Ausweichmöglichkeit mit seinen Elf Slide gehabt, die er ja zweimal hat. Aber dafür hätte er dann sein Deck anders aufbauen müssen. So kann er jetzt einen Standard Atex machen. Ich hoffe... Oh, Tommy ist wieder weg, ich weiß, ich habe schon gesehen. Ja, das ist sehr ärgerlich. Hier sehen wir wieder Seto. Er kommt wieder, wir werden ihn nicht los. Ich bin gespannt, ob Arius sich die Wand nochmal anschaut. Es gibt hier so... Ja. Der Klassiker. Vor lauter Drücken. Nein, er ist Profi. Er schaut sich, hätte man hier die erste Textzeile angeklickt, hätte er sich nochmal die Wand angeschaut. Ja, jetzt ist er... Jetzt macht er das, was Tommy vorhin gemacht hat. Er geht zu den A-Tags. Das heißt, er versucht Megamorph zu farmen. Tommy wohnt halt in Deutschland, da ist das Internet, Neuland. Sehr schade tatsächlich. Aber der Run ist ja toll, er nimmt ihn ja auf und da ich kann jedem, der ein Spiel zu Speedrun sucht, kann ich es nur empfehlen, weil die Community ist super nett. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt Aries hier auch mit einem A-Tag. Mal schauen, er hat noch eine Menge Frauen tatsächlich auch. Ah, gut, er hat Wasser und Zauberer, klar. Er macht sogenannten Thunderless, auf das hat er sein Deck aufgebaut. Man kann einen doppelköpfigen Donnerdrachen fusionieren, ohne ein Donnermonster zu haben. Dafür braucht man zusammen einen Magier, eine Wasserkarte und einen Drachen. Die ergeben zusammen dann Kaminari Attack. Das ist eine Donnerkarte mit 1900. Und das ist halt eine gängige Strategie, die man halt da anwendet. Es gibt noch andere, man könnte theoretisch mit Pflanzen und Steinmonstern spielen.
weil Drachen sehr vielfältig fusionierbar sind. Aber ja, er geht auf die Standard Thunderless-Taktik. Tommy ist wieder da. Man, Tommy geht direkt vor Mage Soldier. Ja. Das haben wir gerade. Er ist ein bisschen hinterher. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie er die Zeit gerade aufgeholt hat, aber ich hoffe, er nimmt alles auf und könnte es in zwei. Ja, also wie gesagt, die Community ist sehr nett. Es ist jetzt nicht, es ist kein Spiel mit einer riesen Community, aber die Leute, die es eben gibt, die sind alle sehr sozial. Also das kann man wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Tommy ist, glaube ich, einfach hinterher, weil er war vorhin schon... Arius Farm Meme Soldier, wir sollten besser aufpassen, weißt du das? Arius... Wir wollen halt immer so viel erklären. Man erklärt immer, man schaut, wer ist offline, wer ist online. Okay, dann... Also wenn er das macht, dann farmt er sich noch eine Dark Energy. Ja. Und dann könnte ich mir... Ist ehrlich gesagt auch recht wenig. Es ist nur Spekulation. So, man kann die Final 7 auch mit 3 Dark Energy besiegen. Okay, er hat einmal Meme Soldier gemacht, er guckt sich die Drops nicht mal an, er geht direkt. Und er hat nochmal eine Dark Energy. Er macht. Da freut er sich auch. Tommy hat eine Widespread. Anscheinend hat Isis ihm eine gedroppt. Ja, anscheinend. Hi Alex, to Plate. Guten alten Yu-Gi-Oh! Zeiten. Ja, das war noch schön, da war die Welt in Ordnung. Aber mittlerweile sind wir alt und zerbrechlich. ja, es ist schön, wir freuen uns. Wie gesagt, nochmal danke an Jamage, dass sie das Turnier supporten. Und dass auch so viele Leute zuschauen gerade. Ja. Freut mich auch sehr. Ja, das ist schön. Wie gesagt, das Turnier, das geht jetzt noch ein paar Tage bestimmt. Ist die Frage, wie lange es geht. Ein paar Wochen sogar eher. Je nachdem, wie es ankommt, werden wir alle Spiele restreamen oder nur einen Teil. Wir haben da auf jeden Fall riesig Spaß dran. Wir sind ein größeres Team. Auch nur möglich, dank Germage. Da hört ihr auch andere. Tommy, der es gerade spielt, wird kommentieren. Am Vollkommentatoren, die werden dann. Silox wird kommentieren. Und vielleicht auch der Dr. Wurst-Peter irgendwann mal. Nein, aber an sich, Mr. Bendiger und Zerbrechlich. Man kennt ihn. Liebe geht raus. Nee, wirklich, danke. Ist toll. Wirklich, danke. Ist nicht selbstverständlich. Tommy ist beim Meme Soldier weg. Er hat seine Drops nicht angeguckt, wenn ich mich nicht täusche. Nee, hat er nicht. Er würde jetzt auch hier direkt für Atex gehen. Ja, vermutlich. Mal gucken, was er macht. Bin ich gespannt. Also er könnte jetzt andere Wege einschlagen. Bis auf, dass Arius hier am Anfang nicht die Story geskippt hat und die Villager besiegt hat, ist das hier ein richtig regulärer Run eigentlich. Also relativ berechenbar, was die Jungs hier machen. In Anführungsstrichen, ja. Der Anfang war natürlich mega verwirrend. Also. Dr. Wurst-Peter ist auch noch dabei. Er ist auch so schön. Also es freut mich jetzt. Ich glaube, die freuen mich sehr auch. So. Es ist so der größte, also die Leute, die ihn nicht kennen, der größte deutschsprachige Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory Speedrunner und einer der größten Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Speedrunner allgemein. Leider nicht die beste PB von allen, aber das kommt noch. Alles grinding. Tommy macht hier die Story ganz normal weiter. Man muss halt, damit man überhaupt erst wieder in die Free Duels kommt, erstmal hier den Shop wieder neu eröffnen sozusagen. Also man muss in die Duel Grounds gehen, die zerstört sind, damit der Shop wieder freigeschaltet wird. Das macht er auch. Er macht auch kein Jono-Duell. Das ist ja komisch. Man könnte hier Jono bekämpfen. Man macht es nicht, aber wenn man, also ich persönlich, wenn ich jetzt sehr weit hinten liegen würde, was er hier auf keinen Fall macht, dann könnte man ihn besiegen, weil Jono eine 1%ige Chance hat. Nee, nicht mal, oder? Nee, die ist geringer. 0,09, also sehr gering, also echt was sehr Geringes, hat er eine Chance, in MBD zu droppen. Das ist die stärkste Karte, die wir erhalten können. Es gibt stärkere Karten im Spiel, aber das ist zumindest die stärkste Karte, die man als Spieler erhalten kann. Mit 3500 Angriff. Man sieht, also es ist hier im Design eingebaut. Oben links der Twin Fire Dragon, der permanent eigentlich gespielt wird.
Und oben rechts der Meteor Black Dragon, MBD, kurz gesagt. Ja, sind auch bei beiden im Counter angegeben. Nö, bei Tommy ist er nicht angegeben. Tommy will kein MBD. Tommy farmt MBD. Tommy geht vor, okay, das könnte jetzt... Das war das, was ich gemeint habe. Er kann einen anderen Weg einschlagen, und zwar ist es auch legitim, dass man statt Megamorph versucht, den MBD zu farmen. Tommy hat Beastfangs, die würde der MBD nehmen, aber er hat auch Dark Energy, die nimmt der MBD nicht. Ja. Das heißt, er müsste wahrscheinlich auf jeden Fall noch auch für Equips gehen danach. Aber wenn er natürlich ein oder zwei MBDs bekommt, wäre das natürlich sehr gut für ihn. Weiterhin kann der Meadow Mage auch große Drachen droppen, sowas wie Curse of Dragon zum Beispiel oder Crawling Dragons, die natürlich auch sehr gut für das Deck sind. Und er kann Kaminari Attack droppen, das ist so die stärkste Donnerkarte, abgesehen vom Donnerdrachen, wenn ich mich nicht täusche. Also er hat auch definitiv, also ich sehe es, er hat mittlerweile 8 Drachen, haben wir gar nicht drauf geachtet, 8 Drachen und 4 Donner, das ist nicht gut, aber es ist okay. Ja. Und hier musst du jetzt ein A-Pow schaffen, was nichts wird leider. Er ärgert sich schon, er schaut immer den Boden runter. Aber es gehört leider dazu. Es ist eine Risikostrategie, die er hier fährt. Aber, aber wenn er 2 MBDs gedroppt bekommt, was sehr unwahrscheinlich ist, aber was definitiv passieren kann. Da liegt die Chance bei 0,98%. Auf einem also knapp 1%. Knapp 1%. Und es soll schon passiert sein, auch dass 2 gleichzeitig gedroppt sind. Ja, Arios hat hier sehr gute Drops bekommen. Einen Megamorph habe ich auf jeden Fall gesehen. Er speichert, ich glaube, er geht direkt weiter. Ich habe auch Whitespots gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Okay, das ist sehr spielentscheidend, aber heißt noch nichts, weil später ganz kurz, also selbst wenn wir jetzt hier sehen würden, ich muss jetzt ganz kurz schauen, wie viel Megamorphs er bekommen hat. Ja, das wird mich jetzt auch erstmal interessieren. Tommy gewinnt auf jeden Fall gegen 3 Megamorph, okay. An der 3, das ist sehr, sehr selten, aber natürlich sehr lucky hier für Arius. Ja, das und ist... Und Bright Castle. Das sind sehr starke Drops. Puh, also so gute Drops habe ich lange nicht gesehen. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal sowas bekommen habe. Aber es ist jetzt ein Riesenvorteil. Tommy könnte aber immer noch gewinnen, und zwar ist es so, dass am Ende, ich gehe davon aus, dass beide die Final Sevens spielen werden. Das heißt, am Ende kommen 7 Gegner, NPCs hintereinander, die man besiegen muss. Nur sobald man einen nicht besiegen kann, muss man von vorne anfangen. Das heißt, sollte er hier Pech haben und es droppt einfach nichts, dann kann es sein, dass Arius gut geht. Es kann passieren, dass er 4-mal resetten muss. Ist tatsächlich unwahrscheinlich. Aber kann passieren, und dann ist die Chance für Tommy. Bei Megamorphs ist die Wahrscheinlichkeit da natürlich deutlich geringer. Also Tommy geht für MBDs. Drops gewesen. Das Tommy will ich nochmal deutlich hervorheben. Entschuldigung? Ja, ich sehe nur, Tommy geht für MBDs. Das ist so ein bisschen die Strategie. Es ist auf jeden Fall spielbar, aber das ist eben das, was ich vorhin meinte. Wenn ich weit hinten liegen würde, dann würde ich das. Also ich selber würde es auch probieren. Umi Never Wrong. Macht Tommy Umi Never Wrong. Face down. Vielleicht hat er Glück und der Gegner spielt einfach Wiese. Ja. Oh ja, das war gut. Das war gut gespielt. Jetzt sollte er das normal, wenn er noch einmal Sogen auf der Hand hat, sollte er das Duell gewonnen haben. Er kann es auf jeden Fall, das war auch guter Draw. Das heißt, er kann Twin Thunder Dragon machen. Mhm, der macht jetzt gleich 3300 Punkte Schaden. Bei Arius laufen die Atex gerade noch, wenn ich das richtig sehe, oder? Nein, er ist Wassertempel. Ach, ist das schon im... stimmt, der hat ja mit 3 Megamorph. Ja, 3 Megamorph. Also. Oh, ja. Ich habe es gerade mehrfach erwähnt. Schon im Wasser, okay, ist im Wasser. Mal schauen, was Tommy... Er kann Crimson Sunbird machen. Ja, das reicht auch tatsächlich noch für ein S.A.P.O.W. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht hat er Glück. Also, nachdem wir das gerade 3 Megamorph gesehen haben, ist das schon wirklich... Also, ich weiß vielleicht nicht, alles möglich. Natürlich, also RNG, wie gesagt, die Final 7 können einen, wenn man schlecht zieht, natürlich auch nicht vorbeilassen. Und das mehrfach. Also ich glaube, da kann jeder Yu-Gi-Oh! Runner ein Lied von singen. Auf jeden Fall, ja. Deswegen müsste man da mal schauen. Es ist auf jeden Fall noch offen, aber natürlich Arius hier mit klarem Vorteil. Also das Größte, jetzt muss ich quasi die Drops anschauen, aber direkt durchgeht durch die Drops.
Oh, der erste war, glaube ich, schon ein Meta-Bee, oder habe ich das falsch gesehen? Ja, er nickt, er freut sich. Ja, ja, ich glaube, das war die allererste Karte. Mit zwei MBDs hat er eine sehr gute Chance. Ich kenne seine Quips ehrlich gesagt nicht. Oh, er hat auch Curse of Dragon bekommen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was wollte ich sagen? Die Arias wird jetzt hier ziemlich schnell durchs Turnier gehen. Durchs Turnier sage ich schon, Entschuldigung. Er wird durch die Tempel ziemlich schnell durchgehen. Curse of Dragon, normale Meteordrache. Er hat viele große Drachen bekommen. Dark Magician. Der gute alte Dark Magician. Also er hat keine MIDI bekommen, so wie es aussieht. Auf jeden Fall, Ares wird jetzt ziemlich schnell durch die Tempel gehen und zum Schluss wird er gegen die Final Seven kämpfen. Jetzt mal gucken, wenn sie sich gegenseitig vielleicht auch sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die das... Also falls, dann vermute ich eher, dass Ares vielleicht sogar die Final Six angehen wird, weil er ja doch einen Ticken Zeitvorsprung hat. Also das würde ich jetzt in seiner Position vielleicht mal in Erwägung ziehen zumindest, weil man halt dann einfach einen Kampf weniger hat, den man wiederholen muss, wenn man relativ spät verliert gegen Nightmare. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Dragon Capture Jar hat. Das heißt, Dragon Capture Jar ist eine Karte, mit der man alle Drachen des Gegners besiegen kann, oder zerstören kann. Die später bei Seto 3 extrem wichtig ist, weil Seto 3 spielt das stärkste Monster. Der Blue Eyes Ultimate Dragon 4500 Angriff. Über den kommt man drüber mit Megamorph, wie Arios hier drei Stück hat. Oder mit einer Equip für den MBD, den Tommy gerade versucht zu bekommen. Also ich würde es wirklich wünschen, dass das gut ausgeht für Tommy. So, also ich bin unparteiisch, aber natürlich fiebert man ein bisschen mit der Person, die man halt auch kennt. Aber das sieht hier wohl für Arios sehr gut aus. Also er macht hier einen sehr starken Run. Ja. Dafür, dass es vor allem auch ein Race ist, er spielt sehr stark. Er spielt wirklich sehr stark. Und obwohl er auch relativ sichere Strats gefahren hat, er hat halt natürlich, muss man auch erwähnen, ein gutes Drop-Luck gehabt. Aber dafür, dass er relativ sicher hier den Run fährt, hat er auch tatsächlich noch eine relativ gute Zeit an der Stelle. Ja, eine sehr gute Zeit dafür. Und das ist ungefähr meine PB, die er in einem Race fährt. Obwohl er nicht mal den Anfang Story-Teil geskippt hat. Ja, stimmt. Das ist immer noch sehr erwähnenswert, dass er den Anfang, der Anfangteil ist einfach, das sind, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube... 10 Minuten, bei 14 Minuten waren die, das heißt, er hat 11 Minuten verloren, 12 Minuten verloren. Ja, Tommy schafft hier kein A-Power gerade. Er hat das Schild gespielt. Oh, er tut mir so. Man sieht so richtig das Leid in seinem Gesicht. Er muss weiter dranbleiben. Also, es ist, wie gesagt, RNGs und hier Crankle schreibt es auch. Final 7 wird es entscheiden. Also, das kann natürlich sein. Aber den Vorteil kann man hier natürlich nicht übersehen. Von Ares. Auf keinen Fall, ne? Das ist auch klar. So, Tommy jetzt halt einen sehr langgezogenen Kampf gegen den Meadow Mage, währenddessen Arius. Was ist das für eine Hand? Das ist eine Bild, das ist eine Hand, die man auf keinen Fall haben will. Ja. Nur Zauberkarten. Man will immer, im besten Fall, also wenn alles passt auf dem Feld, gerade jetzt beim Desert Mage, will man einfach nur Twin-Headed spielen und angreifen. Im schlimmsten Fall, wenn er eine Mauer hat, will man noch Umi ziehen oder eine Equip, aber das war's dann auch, sonst will man eigentlich Twin-Headed spielen. Hier war ich da auf die als beliebten schwachen Drachen mit viele Equips aufrüsten Taktik um. Die kennt, glaube ich, jeder, der mal einige Equips im Deck hatte. Dann schmeißt man halt alle Equips auf das stärkste Monster, was gerade zur Verfügung ist. Ja. Es ist... Also, in welchem Tempel ist jetzt Arius? Ich glaube... Desert. Ja, aber es ist sein zweiter erst, glaube ich, oder? Es müsste sein... Zweiter sein. Es müsste sein Zweiter sein, ja. Man sieht es da im Counter. Oh ja, er wählt auch eine andere Reihenfolge, als er normal in seinen Races wählt anscheinend. In seinen Races hätte er den Mountain als Zweites gemacht. Ja. Das... Oh, Tommy. Egal. Tommy wieder ein DC. Der kommt wieder, das sind wir schon gewohnt jetzt. Der kommt wieder. Der ist hungrig. Aris speichert nochmal. Vielleicht so an alle, warum sie immer zwischendrin speichern. Das ist ein relativ altes Spiel.
Und in alten Spielen war es gängig, dass wenn man einmal in der Story verliert, man das komplette Game von vorne startet oder vom letzten Speicherpunkt. Ich sehe hier, dass Arias für die Final Six geht. Ja. Er spielt safe durch. Also, und auch an der Stelle, krass von ihm, dass er halt, also so, er spielt es sicher runter und geht da kein Sicherheitsrisiko. Habe ich jetzt nicht gesehen. Nichts Besonderes. Er hat 5 Wicked Dragons. Wie viele Drachen wollen sie haben? Ja. 17 Drachen, 10 Donner, 3 Equip, 3 Umi, 3 Megamorph. Das ist wirklich sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. Das Einzige, was man vielleicht bemerken könnte, er hat kein Widespread so, aber mit 3 Megamorph, da brauchst du nicht unbedingt Widespread haben. Nicht unbedingt, aber es ist so, dass Widespread gegen Kipura kommt später noch, dass der für Leute, die ich nicht kenne, das ist ein Verteidiger von Aishin, mehr oder weniger. Das ist ein Gegner aus einem Tempel, der mit 4250 kommt und da braucht man definitiv 3 Equips oder 2 Megamorph, um drüber zu kommen. Und später kommt, wie gesagt, noch von Z3, der blauäugige Ultradrache mit 4500. Und da ist dann tatsächlich, also meiner Meinung nach, kann jeder auch anders sehen, aber ich finde, wenn man da in der ersten Runde Widespread zieht, also die Fallenkarte, die jedes Monster zerstört, das ist natürlich, das ist eine sehr gute Karte. Ich finde, die teilweise hätte ich, also ich habe lieber 2 Widespread anstatt, also ich habe lieber eine Megamorph, 2 Widespread anstatt 2 Megamorph zum Beispiel und keine Widespread. Ja. Das ist einfach so ein bisschen. Wenn man sie zieht, ist sie wirklich tatsächlich eine der besten Karten, gerade bei den Endgegnern. Weil die einzige Option, die die Gegner dann haben, ist sie zu removen. Das kostet eine Runde und man kann einmal free angreifen. Oder sie greifen an. Und die KI spielt immer das stärkste Monster, was sie auf der Hand hat. Das heißt, man hat schon ein Problem weniger, was zerstört ist. Und kann danach auch direkt angreifen. Jetzt sieht man gerade bei Ares, für Leute, die es nicht kennen, er muss durch ein Labyrinth gehen. Ist ein sehr schweres Labyrinth. Er muss 4-mal sich zwischen rechts und links entscheiden. Sollte er sich einmal falsch entscheiden, muss er nochmal gegen den Labyrinth Mage kämpfen. Aber da das Spiel schon 5500 Mal gespielt hat, weiß er natürlich die Reihenfolge, die er gehen muss. Er hat einen Donner bekommen. Aber Labyrinth Wall. Zweimal. Kann man auch reinmachen. So. Es ist 3000 Verteidigung. Können vielleicht mal hilfreich sein, aber so im Late Game. Man braucht sie selten, aber es gibt auch Situationen, wo sie ganz nett ist. Also man kann sie reinpacken, wenn man das will. Ja, und es ist tatsächlich sehr spannend, was Tommy jetzt halt auch macht. Also wie er sich jetzt verhält. Er hat keinen MBD-Counter, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt einen bekommen hat, als er offline war. Jetzt ist er wieder offline, leider. Ja, hat halt einfach. Wenn er einen hat, dann hat er immer noch gute Chancen. Ja, aber ohne eine Megamorph, eine zumindest, wäre halt da, damit man wenigstens auf gleiche Höhe mit dem Ultimate Dragon kommt. Und jetzt sieht man aber auch schon bei Arios, dass selbst mit so einem guten Deck auch ein relativ schwacher Gegner mit Gate Guardian, den jetzt faken konnte. Jetzt hat er 2 Gate Guardian. Hat man noch eine gute Chance zu verlieren, leider. Ja, das leider. Jetzt einfach aber schwarzes Loch, das darf man nicht vergessen. Damit kann er die jetzt removen. Danach wird er halt direkt macht er auch. Ja, na klar, das macht er auch. Und danach hat er jetzt auch ein Twin-Headed mit einer Dark Energy. Das heißt, er hätte 3300 auf der Hand. Jetzt kommt es drauf an, was der Gegner normal spielt. Kommt der jetzt nicht. Sonne weiße Drache. Damit hat er ihn besiegt. Wenn er nichts Topdeck. Wenn er nichts Topdeck. Davon wollen wir es nicht ausgehen. Der Arme. Jetzt ärgert er sich gerade, dass er Acid Trapper wahrscheinlich weggeschmissen hat. Und dass er Acid Trapper noch im Deck hat, wahrscheinlich ärgert. Ja, wahrscheinlich, ja. Eine Karte, die eben nur bis 3000 Angriffspunkten zerstört. Grundsätzlich, wir reden dauernd über Topdecks. Topdecks ist einfach, wenn der Gegner die KI mit der einen Karte, die sie nachzieht, wieder ein stärkeres Monster zieht. Weil die KI spielt immer die stärkste Karte aus, es sei denn, wenn halt im nächsten Zug eine stärkere gezogen wird. Wieder. Er traut sich gar nicht hinzuschauen. Er hat Mond. Verteidigung. Er traut sich gar nicht hinzuschauen. Das ist immer so gut. Er schüttelt den Kopf aus ihren Wellengründen.
Wahrscheinlich wegen Acid Trap Hold ärgert er sich noch ein bisschen. Tommy ist wieder da. Ja. Tommy ist wieder da und Tommy ist... Bleibt er da? Oder geht er wieder? Weiß es nicht. Man munkelt. Man munkelt. Ja, yeah, dann hat die erste Triple doch was gebracht. Hat Zora removed, immerhin etwas. Er hat jetzt diese Runde gewonnen. Ja. Also in dieser Runde gewonnen. Ja, dieses Duell hat er für sich entschieden. Genau. War relativ zügig. Das ist auch so eigentlich schon wieder ein bisschen Risiko. Jetzt hat er die Final Six gemacht. Das hätte auch schief gehen können. Wenn er es gegen Seto verloren hätte, hätte er nochmal gegen Labyrinth Mage kämpfen müssen und nochmal gegen Seto. Aber es hat funktioniert. Kaito Kid hat hier im Chat gefragt, ob man im Race mit demselben Deck startet. Nee, das Deck ist immer random. Beide starten und haben ein random Deck. Hier wird nicht derselbe Seed für beide genommen, sondern beide starten das Game ganz normal und run dann oder resetten, je nachdem, wie man halt will. Also, aber die Zeit läuft weiter, der Gegner geht ja trotzdem weiter. Genau, und das ist aber auch nur, man muss dazu sagen, es ist nicht so, als würde es jetzt ein Deck geben, der so viel stärker ist, dass er jetzt ohne Probleme durchs Turnier durchkommt. Da geht es dann wirklich um so minimale Sachen. Also es können jetzt zum Beispiel kein Monster dabei sein mit 2000 Angriff, dass das Turnier dann besiegt. Da geht es allgemein nur um Monster, die zwischen 400 und 1000 Angriffspunkten im Schnitt haben. Also alle, egal ob man jetzt ein angeglichenes Deck hat oder nicht, diese Karten sind allgemein einfach sehr schwach. Die schauen da einfach darauf, habe ich jetzt im Startdeck zwei Drachen drin oder zwei Donner, dann freuen die sich. Und wenn sie das nicht haben, ist das auch kein Weltuntergang. Das heißt, dieses Startdeck ist generell in diesem Spiel so, dass es sehr schwach ist. Ja, aber natürlich wissen die, wie die mit dem Deck umzugehen haben. Und ja. Es gibt halt Monstertypen, die will man nicht unbedingt im Deck haben. Man will zum Beispiel nicht viele Insekten haben und nicht viele Dämonen heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Das halte ich für ein Gerücht mit den Insekten. Ja, unser guter Bändiger, ein kleiner Insektenmonster-Fan, aber grundsätzlich will man die halt nicht, davon am besten so wenig wie möglich. Man will fürs Early Game halt einfach Biester auch viel haben, also man guckt nicht explizit danach, aber man will halt fürs Turnier, wie vorhin schon erwähnt, Biester haben, Pyros haben, Stein haben und einige Frauenkarten haben, damit man halt gut durch das Turnier kommt. Und natürlich Drachen und Donner sind immer im Fokus. Die werden auch am Anfang, darauf wird auch am Anfang resettet. Und natürlich ja. Die Equips und die Feldzauberkarte. Genau, wir sind jetzt auch schon im Late Game eigentlich seit längerem. Also am Anfang, wie wir es am Anfang schon gesagt, am Anfang gesagt hatten. Zu Beginn des Spiels sind so Beast, Feuer, Steine und weibliche Karten so sehr gut. Die carryen einen so ein bisschen durchs Early Game, und später dann eben Drache und Donner. Wirf einen Stein auf eine Frau und sie wird zur Sandhexe. Das ist richtig, das ist so. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories ist das einzige Spiel, in dem das okay ist. Arius gewinnt direkt gegen Anubisius. Das ist der High Wood Mage. Genau, der kann sehr stark werden. Der kann die 4000 Punkte starke Ultra-Riesenmotte spielen. Und über die kommt jetzt schon drüber, dank seiner Equip-Karte. Er hat perfekt gezogen, um Anubisius zu finishen. Ich würde es nur gerne wissen, ob Tommy ein MBD hat, weil er so lang offline. Warum hat er das nicht im Track? Er macht schon den Ocean Mage. Ja, macht, aber mich interessiert es eben, ist es jetzt einfach Risiko, All-In? Oder hat er was bekommen und geht deswegen weiter? Werden wir das vielleicht, er geht nicht auf sein Deck rüber. Also ich kann mir vorstellen, leider, dass er keinen bekommen hat. So. Wo ist der dunkle Magier? Man weiß es nicht. Wo ist der dunkle Magier? Dunkle Magier ist tatsächlich, da ist er. Der dunkle Magier ist eine Karte, die zum Schluss für den Final Six, wo wir jetzt dann auch gleich sind, wir sind wie gesagt im Late Game, der ist da sehr gut bei der, bei den Final Seven, oder also ich denke, Tommy wird die Final Seven spielen, Arius spielt die Final Six, und die haben bis auf die letzten drei Gegner, also die Hälfte aller Gegner, haben ein Feld Yami aktiviert, da bekommt der schwarze Magier einen Feldbonus und durch den Feldbonus ist er bei 3000 Angriffspunkten, ohne zu fusionieren, ohne Ausrüstungskarte, direkt bei 3000 Punkten und das ist sehr gut. Deswegen ist es eine Karte, die Tommy auf jeden Fall reinmacht, obwohl es kein Twin-Handed Thunder Dragon ist.
Die Kämpfe, wo der am meisten meddern kann, ist so, ich nenne die immer liebevoll Chip und Chap. Das sind zwei Gegner, die in den Final Seven enthalten sind. Und die spielen maximal 3150. Da läuft man halt mit, und haben Yami auf dem Feld, da läuft man halt mit dem schwarzen Magier ganz gut schon mal als Start. Gerade wenn man noch Dark Energy hat, dann ist der natürlich sehr gut in diesen zwei Kämpfen. Dann in ganz Late Game, die letzten drei haben keinen Yami mehr draußen, da ist der schwarze Magier dann wiederum nicht mehr so toll. Genau, ich muss das nicht ganz cool. Ja, ich wollte gerade kurz was einstellen bei mir, aber egal, nicht so wild. Uns wird gesagt, dass wir ein bisschen im Voraus sind, da gibt es anscheinend ein bisschen Stream-Verzögerung oder wir sind ein bisschen zu schnell. Ja, egal. Aber das Spannende wird jetzt hier wirklich sein, ob Arios hier auf Anhieb durchkommt. Und wenn das nämlich nicht passiert, dann hat Tommy immer noch sehr gute Chancen, tatsächlich zu gewinnen. Und ja, man muss, wie gesagt, auf faire Weise sagen, allein, dass er hier so dicht auf ist, spricht schon echt für ihn. Also, dass das, ihm war schon klar, dass das kein leichtes, dass er da keinen leichten Gegner hat. Ja, wir hatten ja am Anfang erwähnt, dass Arios klar hier als Favorit gehandelt wird. Ist, denke ich mal, für jeden sollte auch klar sein, so als Weltranglisten-Zweiter. Wenn man nicht zufällig gerade gegen den Weltranglisten-Ersten spielt, ist man das ist Favorit. Das ist tatsächlich sowas. Das hätte mich interessiert, weil Exarion ist aktuell oder schon seit längerem, seit Ewigkeiten hält er hier Platz 1. Und auch in anderen Spielen habe ich gesehen, ihr habt letztens vorbeigeschaut bei Pokémon Rot, da ist er auch Platz 1. Oder irgendeinem Pokémon-Spiel von damals. Auf jeden Fall, das hätte mich jetzt interessiert, wie er, er hat Hard Mode bekommen, er ärgert sich, aber mit seinem Deck dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ja, schwarzes Loch und weiter geht's. Ja, schwarz, aber er hofft auf einen Thunder, er hatte 11 Stück, die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu gering, er könnte einen nachbekommen, ansonsten kann er ihm nicht, er fake-outet. Vielleicht ganz kurz erklärt, fake-outen, die KI kann manchmal nicht angreifen, wenn man eine verdeckte Karte spielt. Also verdeckt Angriff geht auch, habe ich letztens festgestellt, aber verdeckt im Verteidigungsmodus wird sie dann meistens ausgespielt und dann kann es sein, dass die KI nicht angreift, obwohl sie starke Monster auf dem Feld hat. Das macht man gern, wenn man nichts zieht. Ja, was ich meinte ist noch, dass dieses Duell hätte ich auch gern gesehen, also Arios gegen Exarion, weil Exarion, also ich, wie gesagt, ich bin selber kein Profi so und ich habe jetzt auch nicht allzu viele Runs von beiden schon gesehen, natürlich schon einige. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei Exarion zuschaue, dass der auf einem komplett anderen Level ist. Also es ist wirklich, Exarion ist wirklich eine eigene Hausnummer. Er hat jetzt hier ein bisschen Pech, dass er die Lichtschwerter abbekommen hat. Ja, das kostet Zeit. Drei Gegner hinterher. Drei Gegner hinterher ist natürlich ärgerlich. Oh, es ist auch für ihn so allgemein ein bisschen belastend, weil er nicht weiß, was Tommy macht, weil das weiß keiner. Ja. Das stimmt. Wahrscheinlich Tommy gerade nicht mal selber, was er da tun soll. Ja, es ist sehr ärgerlich. Das denkt auch ein bisschen ab. Ich denke. Es hat einen Twin Helfer. Er braucht nur eine Equip. Ja, er hat schon einen equipten Drachen draußen. Er hat schon, er versucht die ganze Zeit Tommy zu refreshen. Er versucht hier halt das schnell zu beenden, aber die Lichtschwerter, die sind halt drei Runden draußen, da kann man auch nichts gegen tun, dann muss man abwarten. Und hoffen, dass der Gegner nicht irgendwie was extrem krasses macht. Ja, also er kann, also ich würde jetzt an seiner Stelle hoffen, dass einfach kein Backrow kommt, weil er könnte ja wieder die Lichtschwerter verdeckt spielen, so. Das könnte passieren. Wenn er jetzt kein Backrow macht. Spellbind ist auch. Das ist auch ärgerlich. Ja. Also es ist wirklich ein sehr schweres Duell. Es ist sehr schwer, was er hat. Oh, aber damit ist er wieder, okay. Ist er jetzt fein. Ja, das sind seine Megamorph, deswegen ist diese Karte. Also die Karte, die holt dich aus. Wenn du die ziehst, bist du meistens aus der Situation gerettet. Ja. Weil der haut jetzt sein stärkstes Monster weg, was er auf dem Feld hat. Und jetzt wird die KI passiv spielen. Sie wird keine Zauberkarten mehr aktivieren, keine Backrows legen. Sie wird einfach ein Monster spielen. Das Stärkste, was sie auf der Hand hat. Und da sie gerade eben schon fusioniert hatte, ein Twin-Headed Thunder Dragon, wird er wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, ohne Top-Deck natürlich, wird er nichts Stärkeres mehr spielen. Er kommt nicht über 3200 mehr raus. Ja. Und in dem Feldbonus kommt er nicht über 3200. Das heißt, er hat gewonnen und hat dann nur noch einen Tempel vor sich, wie es aussieht. Welcher Tempel war das jetzt?
Das war Mountain, oder? Hat er noch Mountain? Ja, das, ah, das war, ja, das war Mountain. Ja, genau, aber der nächste weiß nicht, welchen er noch offen hat. Kann man gleich mal, ich glaube, war es Wiese? Er speichert auf jeden Fall nochmal zwischen. Er speichert. Erst kommt der, ist er der Stärkste? Ja, er ist schon der Stärkste. Ich würde ihn als Stärksten betiteln, ja. Holt er sich nochmal einen Donner? Er holt sich noch irgendwas. Aber jetzt kommt, das Spiel ist praktisch schon mal aufgeteilt, also sag ich mal ganz kurz, am Anfang die Turnierphase. Dieses Yu-Gi-Oh! Turnier mehr oder weniger in der Gegenwart. Das haben sie beide schon beendet. Jetzt sind sie beide in der Gegenwart. Was habe ich jetzt vorhin gesagt? Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder im alten Ägypten. Ja. Jetzt sind sie im alten Ägypten, wo sie gegen 5 Tempel. Jetzt bin ich kurz verwirrt. 5 Tempel. Sie müssen 5 Tempel besiegen und Arios ist hier beim stärksten Tempelgegner angekommen. Und Tommy ist wieder online. Er ist hier beim stärksten Tempelgegner angekommen, der den Gate Guardian spielen kann. Das heißt, der Torwächter ist die zweitstärkste Karte im Spiel mit dank Feldpower-Bonus hier. Und das macht ihn so schwer mit 4250. Und hat auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er den ausspielt. Ja. Ich kenne sie jetzt nicht, aber die Chance ist irgendwo bei 50% auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Die sieht man sehr häufig bei ihm. Das Problem ist eben, man könnte eine Megamorph auf der Hand haben, die würde nicht ausreichen wegen dem Feldpower-Bonus. Später sieht man den Torwächter unter Umständen nochmal. Da ist er nicht ganz so gefährlich, weil er keinen Feldpower-Bonus hat. Es reicht eine Megamorph aus, um ihn zu übertrumpfen. Aber gerade hier in dem Kampf gegen Kepura, den wir nach Wiese sehen, in der Wiese, genau, da hat er 4250 und man müsste Megamorph, also zwei Megamorph oder Megamorph und ein Equip auf den Twin-Headed legen. Damit genau. Und was man jetzt hier auch nicht sieht, er spielt seine Monster in Pluto, weil er hat die Wahl zwischen Mond und Pluto. Wenn er ihn im Mond gespielt hätte, wäre der Low Mage, gegen den er gerade gekämpft hat, mit seinen meisten Monstern. Er hat sehr viele Monster mit Sonne. Er hat einen MBD bekommen. Ja, jetzt muss man schon fast sagen, dass er gewonnen hat. Also, er hat sich schon, wenn er einen MBD hat und 3 Megamorph, sieht es Tommy? Hat es Tommy gesehen? Ich weiß nicht, ob es Tommy sieht. Also, das ist tatsächlich. Ein MBD ist, wie gesagt, wir hatten es vorhin kurz angeschnitten, 1% Drop Rate auf 15 Karten. Ja, er hat auf jeden Fall einen jetzt bekommen und jetzt hat er natürlich ein sehr gutes Deck für die Final Six. Ich weiß gar nicht, warum ist er raus aus Wiese gegangen? Hat er nochmal zwischengespeichert? Ja, er ist nochmal raus, weil er sich den MBD bewahren will, falls ja. Kepura nicht nett ist. Wo ist die Kuh? Wiese ohne Kuh ist Betrug. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Yu-Gi-Oh! Hat komische Spielregeln. Keiner weiß, warum Kriege auf. Im alten Ägypten hatten sie vielleicht keine Kühe. Das ja, vielleicht hatten sie, hatten, ich will es googeln, hatten die im alten Ägypten Kühe. Aber bestimmt, die hatten doch. Sind es nicht diese ganz mageren Kühe? Ich weiß es nicht. Oder, also neben Kamelen gibt es nicht so richtig dürre Kühe? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Ägypten, aber ich denke nicht. Ich denke es eher an diese afrikanischen Kühe, glaube ich, gerade. Ich habe gerade irgendwie so eine Dokumentation im Kopf über dürre Kühe, die in einem sehr heißen Gebiet leben und sehr wenig zu essen bekommen, weil es eben so trocken ist und Kühe essen Gras. Egal, jetzt schweifen wir wirklich ab. Wie sonst? Egal. okay, wo waren wir? Tommy ist im Wald und Arius ist auf der Wiese. Er ist aber schon gegen Hai. Ja. Er hat gewonnen, oder? Er ist wieder raus und wieder reingegangen. Genau, was hier er eben gemacht hat, nochmal ganz, so ist es vorhin schon erklärt. wenn man gegen diesen Low Mage gewinnt, und er hat jetzt gerade gegen ihn gewonnen, das war der erste Mage, das kommt Kepura, den man gerade gesehen hat, das ist der stärkere, und er hätte gegen ihn verloren, wäre der Loot vom Low Mage wieder weggegangen, also ist herausgegangen, hat gespeichert, um sich den MBD, den man hier oben rechts im Bild sieht, zu sichern. Und er hat aber nur einen gut. Jetzt er hat den Metall Dragon vergessen reinzumachen. Das passiert im besten. Jedem. Also den Metall Dragon, den hat man oft nicht auf dem Schirm. Den hat er nicht reingemacht. Ist ja auch ein Tier-2-Drache. Blood Dive sagt es in News. Ich glaube dir, dass das News sind jetzt. So, weil sonst bin ich.
wenn ich jetzt sage, danke für die Antwort, wenn ich jetzt noch mehr drüber nachdenke, dann bin ich ganz woanders. Dann werde ich komplett verwirrt. Ares hat Easy Mode Kipura. Ja. Geiler Drachen-Champion. Und er zieht seinen MBD, er hat freie Auswahl, was er spielt. Ja, er spielt ihn. Er wirft weg, er wirft einen Twin-Headed Thunder Dragon weg. Das ist auch wild. Ja gut, aber nichts geht halt über einen MBD. Was willst du da machen? Jetzt, das Einzige, was noch passieren könnte, dass ein Torwächter nachkommt. Aber das ist nun mal unwahrscheinlich, dass er Top-Deck. Er zieht halt immer nur eine Karte nach, deswegen ist selbst Eisen wenn wahrscheinlich. Oha. Zwei Megamorph. Oha. Das ist schon verrückt. Nein, selbst wenn er einen Gate Guardian, also einen Torwächter, gezogen hätte mit, was ich vorhin meinte, Chef's Monster, dann ist es so, dass er kein Feldpower-Bonus mehr hat, weil er Umi gespielt hat. Umi never wrong. Das heißt, er wäre bei 3750 und zusätzlich hat der MBD den Schutzstern Sonne und der Torwächter hat Mond. Das heißt, er würde 500 Punkte nochmal bekommen, sein MBD, und wäre dann bei 4000 und Torwächter nur bei 3000. Was macht er? Das ist der arme Twin-Headed Final Dragon. Jetzt wirft er schon die Karten weg. Der Twin-Headed wird schon gar nicht mehr wertgeschätzt bei Ares. Wird einfach weggeworfen die ganze Zeit. Ja, mich würde das tatsächlich aber Tommy Stack interessieren. Tommy, es ist aber gerade sehr spannend einfach bei Ares. Auf jeden Fall. Tommy hat hier einen Easy Mode Anubisius, aber zieht nichts. Ja. Und da sieht man halt auch das, was ich meinte. Dieses Spiel, ja, es ist basiert viel auf Glück mit, aber tatsächlich ist halt, man können zieht hier dann also auch doch sehr stark, sehr, 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 sehr stark mit rein. Weil doch eine sehr schnelle Zeit hat, wenn ich überlege, um mich am Turnier zu qualifizieren, da war ich fertig nach einer Stunde 35. Dafür habe ich knapp einen Monat gebraucht, um diese Zeit hinzulegen. Und er wäre hier, also wenn er jetzt weiter so durchgeht, dann könnte er noch gut Sub 1,50 schaffen und wäre damit in der Relegation gelandet und wäre dann nach einem Tag, also es ist schon Wahnsinn, wie die spielen. Die wissen einfach genau, was sie machen. Die wissen, die erlauben sich keine Fehler, außer vorhin die erste Trap-Hole, die er nicht aus dem Deck genommen hat. Aber da sieht man auch, wie wenig Fehler sie normal machen, dass er sich so sehr über die erste Trap-Hole geärgert hat. Also so. Kann es sein, dass er absichtlich nicht gewinnt, dass er ein Ding machen will, ein A-Tag? Ja, man kann Kepura A-Tacken, er kann Crash-Card droppen. Genau, das sieht so aus. Das sieht man nicht häufig, aber man kann es. Das ist schön, die erste Trap-Hole. Jetzt macht es auch Sinn, dass er sie noch drin hat. Er macht einen A-Tag. Aber jetzt hat er ein anderes Problem, dass er recht starke Monster hat und recht viel Schaden macht jedes Mal, wenn er angreift. Er darf ihn nicht finishen, bis alle Kriterien für einen A-Tag erfüllt sind. Die wir vorhin schon hatten. Ja, wir zählen ihn nochmal, aber es sind ziemlich viele. Man muss ziemlich lange und ziemlich viele Sachen gemacht haben, damit man diesen Rang erreichen kann. Es fusioniert er wirft 5 Karten weg, dann ist er unter die 3-Karten-Grenze auf, was auch so ein Kriterium ist. Tommy, ich glaube immer noch bei Anubisius, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Tommy hat hier leider wirklich das deutlich schlechtere Deck. Er ist in der Vorhand gegen Anubisius, also der spielt nichts mehr, aber er hat halt jetzt die Lichtschwerter draußen und er hätte Schwarzes Loch auf der Hand, kann es aber nicht spielen, weil er nicht genug Lebenspunkte hat, um einen Angriff zu überleben. Ja. Das heißt, aber er muss jetzt mühevoll alle einzelnen Monster von Anubisius zerstören, bevor er dann das Duell finishen kann. Aber ich muss auch sagen, trotzdem, also egal wie es jetzt läuft, Respekt für die Strategie, die er gefahren hat. Also er ist ja wirklich mit dem Meadow Mage, den er gemacht hat, er ist ein Risiko eingegangen, einfach weil er weiß, wie gut sein Gegner ist. Ja. Und hätte das, sein Gedanke war natürlich, dass es klappen könnte. Und hätte er jetzt 2 MBDs bekommen und gut, ist dann wieder ein bisschen doof gelaufen. Ares hat dann wieder noch ein MBD bekommen, aber dann hätte er mit 2 MBDs, dann wäre das hier wirklich ein Rennen auf Augenhöhe vom Deck. Und so hat Ares einfach einen Vorteil. Und der aber völlig verdient auch. Ja, also natürlich. Also es kommt ja nicht von irgendwo. Der hat auch eine sehr weirde Strategie am Anfang gefahren. Und hat auch seine Duelle clean runtergespielt, so von dem her. Ist das jetzt der erste Lose, den wir sehen? Ich glaube, das war der erste Game-Over-Screen, den wir gesehen haben, wenn ich mich nicht täusche, ja. Ja.
Nee, Tommy hat vorhin schon mal verloren. Gegen... Hier, sag's mir. Er hat einen A-Tag gemacht. Ich hab's Ach, genau, gemacht. Bei mir... Ach, nee, er hat seinen A-Tag geschafft. Erstens neun Runden. Ah, genau, Silux hat gerade die... Eingepostet, was die Kriterien für einen A-Tag sind. Genau, er hat die, das sind die Kriterien für einen A-Tag. Und ich, wenn irgendjemand sich für das Spiel interessiert, würde ich, also Werbung für das Spiel, es ist super, die Community ist einfach super nett. Jetzt macht er den Thunderless Twin-Headed, also Thunderless Twin-Headed Thunder Dragon, er macht nur ohne Donner Thunderless Twin-Headed Thunder Dragon. Thunderless Twin-Headed Thunder Dragon, ja. Das bin ich langsam verwirrt, weil ich wollte jetzt auf die Drops schauen, die habe ich jetzt nicht gesehen. Was hat denn Arias bekommen? Ich habe erst das Trap Holes gesehen. Tatsächlich, aber mehr habe ich auch nicht gesehen. Okay, dann würde er leider nichts bekommen. Wir sehen uns morgen. Bis morgen, gute Kommentatoren. Noch weiter so. Dankeschön. Und noch einen schönen Abend, Alex. Und jetzt sehen wir das Finale. Arius geht für die Final 7. Final 6. Final 7 hat er abgehakt, indem er vorhin gegen Seto gespielt hat. Jetzt geht er zu den Final 6. Das ist Chip und Chap. Ich sage, rechts ist Captain Falco, da kannst du mir auch nichts anderes erzählen. Das ist einfach Captain Falco. Er hat diesen roten Falkenhelm, das ist Captain Falco. Der hat sich da irgendwie reinverirrt. Umi Neverong an der Stelle. Umi Neverong. Die KI, wenn sie jetzt Yami auf der Hand hat, wird sie Yami spielen. Hat sie nicht, deswegen spielt sie ein Monster. Genau, und jetzt hat er aber den Vorteil, dass er sehr stark ist, weil seine Monster in der Regel 500 Angriffspunkte mehr bekommen. Aber das ist auch das, was ich vorhin meinte mit Tommy hat den dunklen Magier. Der würde jetzt auf diesem Feld von Yami, die hier eben bei Arias, wie es halt, man sieht, das ist das Startfeld, der würde da 500 Angriffspunkte extra bekommen und somit wäre er bei 3000 ohne Equip. Genau. Aber selbst wenn hier Arias den dunklen Magier hätte, hätte er da wahrscheinlich Umi gespielt, weil natürlich unser Twin-Headed nochmal auf Umi deutlich stärker ist wie der dunkle Magier auf Yami. Ja, und jetzt finde ich es tatsächlich einfach nur sehr spannend. Kommt Arius auf Anhieb durch? Sollte er das nämlich nicht machen? Dann kann Tommy dann theoretisch nochmal nachziehen. Er hat kein schlechtes Deck, so. Ja. Ihm fehlen halt Megamorph. Also hätte er eine Megamorph, wäre echt gut dabei. Also dann kann er es schaffen. Er weiß, wie man dann spielt. Das ist ein bisschen risky, aber es könnte er schaffen. Es ist einfach spannend. Aber Arius weiß jetzt einfach, wie er spielen soll. Und ich denke, er wird es machen. Ich denke, er wird es machen. Höchstens aus Nervosität macht er vielleicht mal kleine Fehler. Ich würde hier keinen großen Schnitzer erwarten. Das Einzige, was halt passieren kann, ist natürlich, dass die KI böse ist und dass er schlecht nachzieht. Ja, genau, das kann passieren. Das ist so. Das ist leider außerhalb seines Einflussbereichs. Er muss immer auf gute KI hoffen. Weil man kann noch so gutes Deck haben, wenn man nicht das Richtige zieht und die KI im Hard-Mode ist, dann. Weil kann Tommy das ist wieder die Ultramotte. Oh, hat er Hartmut Kipura? Nee, Kipura nicht, Anubis. Entschuldigung. Aber er hat schwarzes Loch auf der Hand. Ja. Oh, und der Fake-Outet sogar, das heißt, er kriegt zwei Monster weg. Ja, das ist sehr gut, das würde ich jetzt an seiner Stelle machen, auf jeden Fall. Ja, ich würde jetzt auch schwarzes Loch. Er hat nur das Einzige, was passieren kann, was macht er jetzt? Er hat kein Twin-Headed. Er hat kein Twin-Headed, stimmt. Ich warte noch eine Runde ab und nehme ein bisschen Schaden im Zweifel. Ich finde es cool, dass er mit Gaia spielt. Arius. Deine Lieblingskarte? Das ist eine richtig coole Karte. Kein Fake-Out tatsächlich bei Tommy jetzt. Jetzt nimmt er ein bisschen Schaden. Mal gucken, was das ist. Ich kann ja schon mal schnell reinschauen, was passiert, wenn dieses Duell jetzt so ausgeht, wie es aussieht. Oh nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist... Ah, okay. Gut geklappt. Ja, ich habe gedacht, er macht... Ja. Alles gut. Alles Gute. alles okay. Turnierbaum. Also sollte Tommy jetzt verlieren, wonach es aussieht, Loser, Verlierer 1, Verlierer 2, Verlierer 3, es wäre Verlierer 3, er müsste dann entweder gegen Tato, also sein nächstes Spiel ist so oder so, Dead Umigai oder Tato. Ja. Tato ist der Titelverteidiger. Der hat Season 1 gewonnen. Und der Umigai ist auch ein ziemlich stabiler Racer. Also. Ja. Also es ist, man muss allgemein sagen, die Leute, die dabei sind, sind gut.
Die sind aus allen Speedrunnern diejenigen, die innerhalb von 30 Tagen die beste Zeit aufstellen konnten. Also auch Tommy ist ein sehr, sehr guter Spieler. Natürlich, wir in dem Turnier sind ja eigentlich nur gute Spieler. So vielleicht als Anhaltspunkt. So die Safe-Qualifizierten waren unter 1,43, wenn ich mich nicht täusche. War irgendwie die Anforderung sozusagen, wo man erspielen musste, um safe beim Turnier dabei zu sein. Also es sind alles Top-Runner natürlich. Aber Tommy hat natürlich, wenn er hier einen Sieg holt, was natürlich nicht ausgeschlossen ist, oder auch wenn er verliert und dann einen Sieg holt, ihm wird auf jeden Fall nichts geschenkt. Er hat sehr, sehr starke Kontrahenten in dem Turnier erwischt. Das war das, also als wir die Turnierverteilung gelesen hatten, er hat es gewonnen auf jeden Fall, das ist, freut mich auch. Als wir die Turnierverteilung gelesen haben und gesehen hatten, dass der Schlechteste gegen den Besten spielen muss und der Zweitschlechteste gegen den Zweitbesten, macht natürlich Sinn, weil man will die Guten durchbringen und die so spät wie möglich gegeneinander spielen lassen. Ja. Macht natürlich auf jeden Fall Sinn, aber ist natürlich ein hartes Los für alle, die sich gerade so qualifizieren konnten, weil die Guten haben die ersten 5 Plätze belegt. Das ist so passiert. Wie gesagt, der erste Platz in der Quali war ein New World Record von dem. Genau, und Rizal hat hier vom Dr. Wurstpeter, der beste deutschsprachige Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory Speedrunner, einen Guide reingepostet und den kann sich jeder sehr gerne anschauen. Also ich kann dieses Spiel nur empfehlen, sonst würde ich es nicht spielen. Wäre komisch, wenn ich ein Spiel empfehlen würde, das ist nicht selber Spiel. Aber es ist einfach sehr angenehm, es macht Spaß und ich habe zuvor auch andere Spiele probiert gehabt, aber man hat da, also hier wie gesagt, jetzt ist wieder bei Tommy der Gegner dran, jetzt kann er kurz überlegen, ein bisschen. Man ist schon unter Stress, weil man darf sich natürlich keine Fehler erlauben. Aber man hat immer wieder so kurze Momente, wo man durchatmen kann. Ja, Arius darf jetzt nicht durchatmen an der Stelle. Arius, das stimmt, gut, dass du sagst. Jetzt kommt der schwerste Gegner aus dem Spiel. Seto 3, der hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er in Blau gegen ultimativen Drachen spielen kann. Ich glaube, etwa bei 50% tatsächlich, ich glaube sogar ein bisschen in Richtung häufiger. Ja, das hat man eine gute Hand. Perfekt, war's. Er hat eine Goldhand in der Situation. Und Seto spielt sogar Backrow. Und eine Zauberkarte. Das heißt, es könnte Crashcut sein. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, aber er hat auch Dragon Capture Jar. Das heißt, dass er einen ultimativen Drachen spielen würde und er würde ihn equippen, wo ich jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht selber weiß, ob er ihn equippen kann. Kann er ihn equippen? Ich war noch nicht in der Lage. Das war halt wirklich eine sehr, sehr gute Hand. Das war eine sehr, sehr gute Hand. Das sehen wir eh, was er Backrow legt, wenn es... Mann, jetzt können wir nicht rausfinden, was es war, ob es eine normale weiße Drache war. Wieso macht er das denn jetzt? Damit hat er ihn besiegt. Z3, also, man will es nicht meinen, aber es ist der schwerste Gegner im Spiel und er ist einfach so über ihn drüber gelaufen. Hat sogar einen Apau gemacht. Ich weiß gar nicht, was er auf Apau droppen kann. Weißen Drachen, vielleicht bekommt er einen weißen Drachen, man weiß es nicht. Jetzt gibt es praktisch der nächste Gegner. Es ist noch 2 Gegner bei Arius offen. Das ist einmal Dark Knight. Der ist relativ einfach. Vergleichsweise zu Seto 3 ist er sehr einfach. Und danach kommt noch mein Nightmare, der kann wieder sehr schwer werden. Also er ist noch nicht durch. Nightmare ist neben Seto einer, der spielen kann. Wollte ich gerade auch sagen, oder? Ist neben Seto einen, der spielen kann, aber er spielt ihn zu einem deutlich geringeren Prozent. Hat er jetzt gerade einen weißen Drachen bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Also er hat. Dr. Wurstpeter meine gerade, er hat einen weißen Drachen bekommen. Es ist also an sich, dieser Run ist mega. Also richtig, also würde mir Spaß machen zu spielen mit diesen Karten, wenn er jetzt noch einen weißen Drachen bekommen hat. Das ist einfach eine Karte, die hat man so gut wie nie. Ja. Sehr gute Zeit, wenn man sich überlegt, wie lange wir brauchen in einem normalen Run. Hat er jetzt einen weißen Drachen oder nicht? Ich sehe ihn nicht. Nee, aber ein Bejungle Dragon. Immerhin etwas. Okay, ich dachte jetzt schon. Ich habe die Drops nicht gesehen, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Dann wäre es ein richtig cooler Run. Und er hätte einen weißen Drachen gefinisht. Das wäre doch mal was für den Run. Damit hat er eigentlich auch schon... Er zieht nicht besonders gut. Mal gucken, was Dark Knight hier tut. Also meistens spielt Dark Knight einer der schlimmsten Fälle ist eigentlich der MBD, der Meteor Black Dragon mit 3500. Den holt er auch raus. Den holt er raus. Recht viel besser kommt er nicht. Ich meine,
das, also da kommt, wenn jetzt eine equipped zieht, kommt ja, wieder. Ja, das war es auch mit dem hat Torwart. Sich erledigt. Mit dem MBD, Entschuldigung. Mit dem MC. Müsli war dabei, Müsli ist auch gut. Ja, und Dr. Wurstpeter, bitte gerne korrigieren, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Wir sind auch das erste Mal irgendwie, wir kommentieren irgendwas. Also das erste Mal nicht irgendwas, aber wir kommentieren gerade das erste Mal. Und du kennst unsere Runs, die besten sind es auch nicht. sag mal, wie es ist. Die besten sind es nicht, aber es sind welche. Und Tommy hat hier den Gate Guardian mit 4750. Oh, das ist das, was uns erspart geblieben ist bei Arius. Arius hat ist es. Aber er hat schwarzes Loch. Mit Glück spielt der B-Skull nach, dann muss Tommy gut ziehen und kann das Duell noch drehen. Genau, wichtig wäre es jetzt, also aus Tommys Sicht wäre es jetzt wichtig, dass Arius hier einfach einen Hard Mode bekommt bei Nightmare. Und Tommy hat aber verloren. Schade. Ja. Nochmal ein Gate Guardian, zwei Gate Guardians, also der Kippur hatte gar keine Lust. Immer schön selbstkritisch bleiben. Die Ohren sind spitz. Ja, ich bin da sehr selbstkritisch und ehrlich zu mir selber. Manchmal mache ich echt, ja. Ich verstehe diesen Story-Teil nicht. Auf einmal hat auf jeden Fall Dark Knight keinen. Ist er untot geworden? Hat seine Rüstung abgelegt, hat neue Karten, hat zwischen seinen Rippen neue Karten gefunden. Man weiß es nicht, ich spekuliere. Spekulationen sind groß an der Und Stelle. Und das ist auf jeden Fall nicht die beste Hand, aber nicht die schlechteste. Aber sie ist okay. Dragon DCJ removed alle Drachen. So, der Gegner könnte jetzt sozusagen auch ein Ultimate legen und der würde removed werden. Ja. Es gibt bessere Hände natürlich an der Stelle. die Runde, also wie bei Seto 3. aber. Ja, und er spielt nur die perfekte Riesenmotte. Damit müsste er ihn haben, aber da kommt er noch nicht drüber. Dazu braucht er eine Kürbis. Ist die Frage, was macht der Dragon Capture Jar? Legt er es verdeckt? Oh, das könnte jetzt echt kritisch werden, also tatsächlich. Das ist jetzt sehr gefährlich. Er kommt nicht drüber, er kommt nur auf 3300. Das ist 200 Punkte zu wenig. Genau. Nightmare ist der letzte Gegner. Er hat nur Monster, das heißt, er wird niemals Backrow spielen und er wird immer angreifen. Das heißt, wenn er im nächsten Zug nicht das richtige warte, was ist das? B-Skull. Mond. Ist in Ordnung. Okay, B-Skull ist gut. Ich dachte schon, Gate Guardian mit Mond. Jetzt kommt es drauf an, was er nachzieht. Ja, aber ich bei den Karten, die er hat. Ja, GG. Damit ist das, denke ich, also, muss nicht sein, oder? 3000. Nee, reicht noch nicht, 100%. Kann noch schief gehen. Ja, aber im Normalfall hat Im er Normalfall das. Im Normalfall ist er jetzt durch. Ja gut, nächster Turn, Umi. Wenn er jetzt nicht... Okay, GG. Ja. GG, er spielt GG. Safe. Er spielt safe. Okay, damit ist es vorbei. Da kann man in GG. Chat da lassen. Ich hoffe, ich bin höflich. Tommy kämpft immer noch hier auf der Wiese. Also der Kipura und der Low Mage, die haben gar keine Lust auf den guten Tommy. Ja. Damit haben wir einen Gewinner. Noch nicht ganz, ein bisschen geht's noch, aber da sollte nichts mehr anbrennen. Da kommt nichts mehr Gewinner. Nein. Dann kommt, ich denke, Tommy hat aufgehört zu spielen, aber ist voll verständlich, macht wirklich keinen Sinn. 3D-Duell hat jemand im Chat geschrieben von Arius. Schade, aber gegen 3 Megamorph in einer A-Tag kann man nichts machen. Tommy hat sein Bestes, auf jeden Fall. Er hat gut gespielt. Und das war jetzt eben dieses Glück, was dann doch mit reinspielt. Drei auf einmal. Also eine ist schon relativ normal, dass man da eine bekommt, aber drei auf einmal ist wirklich... Drei auf einmal ist richtig insane. Also wenn man zwei hat, kann man schon sagen, ich gehe weiter und war ein guter Drop. Aber er hat ja nicht nur 3 Megamorph, er hat ja auch noch eine Bright Castle dazu bekommen. So. Und jetzt müsste ich lügen, wenn ich sage... Es kommt auf jeden Fall noch ein Spiel, aber ob jetzt. Also ich bin nicht die Regie, ich bin nur derjenige, der redet. Ja, es kommt gleich noch ein Spiel. Es ist die Frage, wenn er nicht Battleground gemacht hätte, wäre er ein Serious Non-Race Run gewesen. Wäre es ein Sirius? Ich war gerade bei Harry Potter. Und Harry Potter. Ich habe auch gerade einen dann wäre es ein normaler Run gewesen. Ja gut, nein, er hat noch die Final Six gemacht. Und hier an der Stelle, also wir haben einen Gewinner. Dafür
Ja, GG. Auf jeden Fall. GG, Arius hat gewonnen. Arius hat eine sehr gute Zeit auch hingelegt. 1,44, dafür, dass ein Race ist, richtig gut. Ja, extrem gut. Dieses Race ist beendet. Wir haben einen Gewinner. Tommy ist aber noch nicht raus, muss man sagen. Tommy geht ins Verlierer-Bracket, wo er gegen den Verlierer von. Ich im Discord, ich weiß es nicht, ob es das zugänglich ist. Man kann schauen. Ja, ich will keine. Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Keine Links und so. Auf jeden Fall kann man sich das in der Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Community bestimmt irgendwo einsehen. Genau, ja. Tommy räumt im Loser-Ding auf. Da zieht er dann auch mich weg. auf jeden Fall sehr stark. Ja, und später um 22 Uhr, oder wann ist das nächste Spiel? Kann ich dir sofort sagen. Das nächste Spiel wäre um 22.45 Uhr tatsächlich. Ja, okay, da denke ich, dass sie den Stream gleich beenden. Nein. Nee, bleibt da. Wir ziehen wahrscheinlich durch. Wir wollten noch mit dem guten Tommy vielleicht reden. So, was ein Tommy-Interview. Wir können ein Tommy-Interview machen. Ja, das ist. Das wäre doch nett. Mal gucken, was seine Einzige waren. War natürlich unlucky, aber er hat sich wacker geschlagen. Arius ist halt einfach nominell der stärkere Spieler und natürlich hat er auch sehr gute Drops bekommen. So, genau, und lässt dann auch nichts mehr anbrennen. Genau, und an sich wäre, also wenn jetzt Tommy nicht noch reinkommt für kurze Rückfragen, weil mich würde es tatsächlich interessieren, warum er so früh schon MBDs gefarmt hat. Also ich weiß nicht, die Antwort ist recht offensichtlich, aber auch gestruggelt hat, würde mich einfach interessieren. Er ist offline, hat er ausgemacht, oder Stream einfach, er hat den Stream auf jeden Fall ausgemacht. Ja, er hat den Stream auf jeden Fall beendet. Aber was genau jetzt noch vorhat, er ist ja, so viel kann ich ja schon mal teasern, der gute Silux, der hier im Chat schon fleißig aktiv war und hier die Regie übernommen hat. Er und Tommy, den ihr gerade im Race gesehen habt, die kommentieren das nächste Race. Um 22.45 Uhr, wer ist das? Also nochmal ganz kurz, ich finde es wichtig, das festzuhalten, Tommy ist noch nicht raus. Tommy hat noch die Chance tatsächlich auch zu gewinnen. Alle Verlierer spielen gegeneinander und der Verlierer, der Gewinner, der Verlierer spielt gegen den Gewinner, der Gewinner. Ja, also das Turnier wird sozusagen in zwei Tabellen aufgesplittet. Dann sind einmal die Winner-Brackets und einmal die Loser-Brackets. Und am Ende kämpft dann der Gewinner oder spielt dann der Gewinner der Winner-Brackets gegen den der Loser-Brackets. Man muss sich so zwei Tabellenbäume vorstellen. Auf der Yu-Gi-Oh! Seite, also Discord-Seite im Channel, könnt ihr das auch nachgucken. Da ist eine Tabelle. Bei uns sieht man die rechts unten in der Grafik eingeblendet. Vorhin im Zwischenstream ist sie dann nochmal groß. Dann werdet ihr, denke ich, auch gleich nochmal sehen. Dann habt ihr da so eine Orientierung, wie so der Ablauf ist. Ja, aber krasses Spiel. Ja, auf jeden Fall. Unerwartet. Man hat hier, also ich finde, man hat hier alles gesehen. Man hat hier einen sehr guten Spieler gesehen, also einen sehr, 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 sehr guten, also Tommy ist natürlich auch gut, aber man hat hier einen von den Besten gesehen und gute Drops und aber auch jemand, also Tommy jetzt in dem Fall, der dann auf Risiko gegangen ist und versucht hat, MBDs zu farmen. Leider in dem Fall nicht so lucky, er hatte relativ viele Hardmodes jetzt gegen Ende. Die will man natürlich nicht haben. Mit seinem Deck ist jetzt auch nicht optimal, diese Hardmodes zu bewältigen. Arius hingegen hat relativ gute Duelle gehabt, hat auch ein paar Hardmodes zwischendrin gehabt. Aber natürlich der A-Tech, der war von einer anderen Welt. 3 Megamorph und ein Brightcastle ist natürlich schon. Ansonsten, ich frage gerade, ob Tommy noch kurz ins Discord will und ansonsten würde ich abgeben an die Regie, weil ich ansonsten nicht mehr viel zu sagen hätte. Tommy würde mir jetzt noch kurz interessieren. Ansonsten denke ich, war das der Runner? Aber vielleicht kommt Tommy gleich noch. Wir haben ihn kontaktiert, weil die... ich versuche eben... Er hat wieder ein DC bekommen, er hat mir geschrieben, er versucht gleich kurz dazu sein. Aber das würde mich tatsächlich interessieren. Dann machen wir noch ein kurzes Interview, wie er das Race empfunden hat und was er sich gedacht hat, vor allem bei seinen Plays. Ja, weil man muss auch sagen, ja, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Ach, da ist er ja. Moin, Mo. Hallo. Du, Tommy. Sie sind live. Ja, Herr Tommy. Ja, so, wir kennen uns sehr gut. Das kriege ich jetzt einfach ganz normal. Auf jeden Fall.
Was? Also es ist super komisch, dass, wie gesagt, ich habe noch nie sowas gemacht. Ich gebe wirklich mein Bestes, dass es sich nicht super gestellt anhört, aber mir interessiert es einfach wirklich. Wieso hast du gleich wieso, also ich weiß natürlich die Antwort, aber was genau, wie schwer war es für dich abzuwiegen, ob du jetzt MBDs farmst oder nicht? Sehr schwer. Also ich hatte ja den Story-Attack gemacht, hab leider nichts gedroppt bekommen. Dann hatte ich halt so eine 50-50-Chance. Entweder gehe ich für noch einen A-Tag oder ich versuche den MBD-Farm, was eine dumme Idee war, weil mein Deck halt von Grund auf nicht ganz so geil war. Deswegen ist das auch ein bisschen in die Hose gegangen, denn ist mir die Zeit weggelaufen. Noch einen A-Tag hätte ich nicht machen können von der Zeit her. Hat alles nicht so zusammengepasst. Also die Strategie war definitiv die falsche, sagen wir mal so. Okay, das heißt, du hattest es im Nachhinein schon gesagt, lieber nochmal A-Tags farmen? Auf jeden Fall. Wobei man aber sagen muss, dass du einen Story-A-Tag geschafft hast, da haben wir ziemlich mitgefiebert. So, wir haben uns die, ja, auch nicht gerade die Drops ja, aber wir haben uns die Drops angeschaut und unser Satz war ja immerhin zwei Drachen. Ja. Das sagt ja leider schon alles. Zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, die haben einige Drachen gefehlt, aber natürlich erwartet man sich von so einem A-Tag mindestens mal eine Megamorph, dass man sich überhaupt drüber freuen kann. Das ist so, auf jeden Fall. Ja, gut. Ansonsten zufrieden, nicht zufrieden? Jein, also zwischendurch mal so ein paar Fehler gemacht, was mir aufgefallen ist, was man hätte vermeiden können, was letztendlich durch die Nervosität kam. Ist ja auch irgendwo logisch. Ja. RNG hat nicht so wirklich mitgespielt heute. Internet hat gar nicht mitgespielt heute. Nee. Aber es connects, aber du warst wenigstens alleine da. Ja, wird auf jeden Fall gefixt. Und dann geht's im Loser Bracket auf jeden Fall richtig los. Ja gut, da treffen wir uns dann bei den Verlierern. Der Mr. Bendinger, der redet sich schon die ganze Zeit selber. Das ist nein, nein, Jason, ist hier Umi, Guy vs. Tato, 15 Karpma. Ja, und jetzt würde ich ganz gerne den Silux fragen, wie jetzt der Plan ist, weil das Spiel ist jetzt vorbei und das nächste kommt erst. Hört ihr mich? Ja, wir hören. Ja. Okay. Ja, wir haben jetzt natürlich eine große Zeitspanne zum nächsten Race. Das beginnt ja erst in, ja, gut 2 Stunden. Ja, etwa. Ich weiß nicht, wie wir das handhaben möchten, ob der Chat vielleicht Bock hat, uns jetzt mit Fragen zu löchern. Die andere Frage, die ich momentan habe, Tommy, meinst du, dein Internet würde durchhalten für das Commentary? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich könnte versuchen, das gleich über den Service irgendwie fixen zu lassen, falls das möglich ist. Ich würde einfach sagen, ich würde das innerhalb der nächsten Stunde probieren. Falls das gar nicht funktioniert, würde ich auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Da würde dann meine zweite Frage kommen, ob einer von euch beiden halt noch die Kraft hätte, in dem Sinne zu streamen. Also ich kann von mir aus mitmachen, das wäre für mich falls Tommy dann sagt, nee, wird nichts. Wer spielt denn gegeneinander, Tato? Wenn es wieder so ein schnelles Race ist, habe ich das ist Umgeil gegen Tato. Ja, du hast wirklich einen starken Gegner gehabt. Da musst du dir auch gar keine Vorwürfe machen. Du hast solide gespielt, du hast jetzt keine groben Schnitzer drin gehabt, fand ich. Das ist halt einfach, dein Kontrahent ist ja bekannt, ziemlich gut. Und hat auch gute Karten und so. Also da, ich finde nicht, dass du verloren hast, weil du irgendwie Fehler gemacht hast, sondern war halt ein bisschen RNG-Pech bei dir, RNG-Glück bei Arius und so hat es dann halt zusammengespielt, aber ich würde mir da selber keine Vorwürfe machen, wenn ich du wäre. Ich habe das tatsächlich nur so nebenbei mitgekriegt. Hat er tatsächlich Triple Megamorph bekommen? Ja, Triple Megamorph bekommen. Da haben wir ziemlich gehört. An der Stelle war es dann schon ziemlich wild. Ich habe dann noch versucht, das so ein bisschen schön zu reden. Aber wir wissen alle, dass es eigentlich an der Stelle schon ziemlich wild ist. Es hätte aber sein können natürlich, dass du 2 MDs gedroppt bekommen hättest und dann wäre es tatsächlich, also aus meiner Sicht. Du wärst auch immer noch ohne Glück losgelaufen. Ja, du wärst tatsächlich von dem Story-Fortschritt gleich auf mit ihm gewesen, wenn er nicht den ersten Anlauf schon geschafft hätte. Aber halt natürlich, das Deck war schon ein großer Unterschied zwischen deinen beiden. Jetzt ist nur die Frage, also ich bin nicht die Regie, aber wer, also was habt ihr vor? So, ich weiß sonst nicht, was ich die ganze Zeit sagen soll. So, was soll ich erzählen? Der Run ist vorbei. Wollen wir dann eine Pause machen bis 20:45 und das Internet klären, wie es bei Tommy ist? Und wer das dann ersatzweise kommentieren würde? Oder, weil ansonsten ich. Ja.
Ansonsten würde ich fast eine Pause vorschlagen, aber ich rede nur. An der Stelle sei bemerkt, weil man rechnet bei einem Brace eigentlich schon so um die 2 Stunden. Das ging jetzt sehr schnell. Also vielleicht nochmal für alle Zuhörer und Zuschauer zu erwähnen, das war wirklich eine sehr gute Zeit, also auch für den Race. Speedrun. Auch also für Speedrunner, die anfangen, wenn sie ein bisschen Ahnung von dem Game haben, die werden um die 3 Stunden rumfliegen. Also das ist 1,44 für ein Race. Ist also brutal das, stark. Ja, das ist brutal stark. Für alle, so die jetzt nicht so die Speedrun-Erfahrung mit dem Game haben, nur so zur Einordnung. Ja, Herr Silux. Ja, was? Ja? Was mit mir? Was? Ja, was schlagen Sie vor? Also ich würde vorschlagen, eine Pause bis dahin und dann wieder online kommen, 15 Minuten vor. Mit der Zeit wäre man fast qualifiziert gewesen, obwohl es ein Rest war. Ja, das stimmt, Mann. Das war wirklich. Das war krass, ja. Das stimmt, ja. Das war echt sehr gut. Nee, weil dann könnte man jetzt auch noch ein bisschen runter. Also für mich, falls ich da, wenn Tommy nicht kann, kann ich es mir tatsächlich vorstellen, weil ich morgen ein bisschen mehr Zeit habe. Und will ich das klären so lange und dann sind wir wieder 15 Minuten vorher da, würde ich vorschlagen. Außer du hast irgendwas geplant, was ich natürlich nicht weiß. Also so an sich geplant hatten wir tatsächlich nichts. Wir hatten, wie gesagt, gehofft, dass das Race ein bisschen länger dauert als unter 2 Stunden. Sodass wir vielleicht maximal 1 Stunde Zeit haben, um uns mit dem Chat zu unterhalten tatsächlich. Auch wenn 1 Stunde dafür in dem Sinne halt sehr extrem lang auch angesetzt ist, aber ja. Ich hätte auch gedacht, so 1/2 Stunde hätte man schon überbrücken können, aber jetzt fast 2 Stunden, das ist schon lang. Also ich rede nur. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Reden ist tatsächlich gar nicht schlecht als Kommentator. ich mache meine Arbeit. Also ich würde mich tatsächlich eben rausnehmen wollen. Ich würde das eben versuchen, beheben zu wollen, das Problem. Danke auf jeden Fall, dass ihr da alle fleißig dabei wart, alle eingeschaltet habt, mitgefiebert habt und vielleicht hören wir uns später. Reden wir über Essen, wirklich Pizza. Ich mag Pizza, ja. Ich mag auch Pizza. Bei Pizza bin ich dabei. Bringst du welche vorbei? Oder? Weil ich würde es dann auch gern Toilettenpause machen und mir dann Gedanken machen, wie ich das am besten mache jetzt. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid nachher alle noch dabei. Weil dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut, weil tatsächlich, wie gesagt, 2 Stunden rumkriegen ist extrem. Ich muss zuallererst auch noch sagen, bevor wir hier ausmachen, erstmal an euch beide nochmal Props. Also ich habe das Commentary gefeiert. Dankeschön. Er spielt eine Runde. Das könnten wir theoretisch auch machen. Aber das wird. Wir haben nichts vorbereitet. Das wird ein bisschen arg lang dauern auch, weil wir halt nicht so gute Runners sind. Das wird keine Stunde sowas dauern wie jetzt bei Aerius und wir müssten dann halt mittendrin abbrechen, was halt irgendwo schade wäre. Ja. Installiert euch selber das Spiel in der Zeit und probiert das aus. Spaß. Aber wie gesagt, euch beiden nochmal echt gute Arbeit. Also, man hat die Nervosität am Anfang sehr stark gehört, bei beiden. Es war am Anfang komisch, weil ich nicht wusste, was ich sagen, wie man das natürlich überbringt. Ja, natürlich. Ihr habt euch gut gemacht. Ich fand's echt entertainend. Also, ihr habt auch alles gut erklärt. Ich frag mich noch, was dann im nächsten Race erklärt werden soll. Ja, vielleicht auch neue Leute, die wollen das Spiel ja auch verstehen, von dem her. Ich hoffe auch übrigens an alle Zuschauer, dass wir erträglich waren und dass man ein bisschen was aus dem Commentary mitnehmen konnte und vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr Hintergrund über das Spiel hat und vielleicht auch sein eigenes Interesse ein bisschen geweckt wurde. Ja. Ja. Okay. Ja, also dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher wieder. Wir machen das so wie heute, wie bei diesem Race, was wir eben gesehen haben, dass wir dann wieder einen Timer einschalten. Der wird aber dann kürzer verlaufen. Und ihr könnt den vom Insekten-Race erzählen. Warte mal. Wir könnten da was erzählen. Und zwar, wo ist das denn? War das bei Race? Wo haben wir es hingeschrieben? Das war bei Race, ja. Nee, das muss irgendwo gewesen. Hier ist es. Das nächste Race wäre Haishin 1%.
Also, oh, Community Race hat nichts mit dem Turnier zu tun. Genau, das hat aber alles nichts hiermit zu tun. Das würde auch nicht hier auf Germanisch kommen, das wäre dann individuell. Ja. aber. Ja, ja. Wie gesagt, ich würde dann auch sagen, macht dann am besten einfach alle eine Pipi-Pause, holt euch vielleicht was zu essen, was zu trinken. Genau, und macht euch wir würden dann, ich denke mal, um 22.30 Uhr dann wieder online kommen und dann sind wir wieder mit dem nächsten Race. Und vor allem dann sehen wir auch, wer da ist. Genau, also unser guter Silux, den ihr jetzt hier auch gehört habt, der ist auf jeden Fall am Start. Und dann gucken wir noch, falls Tommy nicht könnte, wer ihn ersetzt. Aber ihr werdet auf jeden Fall gut betreut später. Ja, wünsche ich euch allen erstmal noch eine schöne Nacht oder einen schönen Abend. Mann. Und für denen, die Lust haben, bis später. Bis später. So jetzt singe ich noch so wie bei der WM am Ende. Hey, ja, ma, hey. Ja, okay, wir müssen los. Warte. Ich mute mich einfach, dann hört man das Gesinge nicht. Gut, euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich nachher wieder um 22.45 Uhr spätestens. Da soll das Rennen offiziell losgehen. Es ist, wie man hier nochmal auf dem Screen sieht, ThatUmiGuy334 gegen Tato. Eingestellt ist soweit alles. Ich freue mich, euch nachher nochmal wiederzusehen. Soweit, wie gesagt, einen schönen Abend. Bis dann. Und dann sehen wir uns im nächsten Race. Ringgauen, Yu-Gi-Oh! Gemeinschaft und German-Gemeinschaft. Bis dann.